So, meine lieben Fußball- und Podcast-Freunde, heute eine weitere Episode von 110 Real Talk. Heute etwas andere Konstellation, aber trotzdem überragend. Wir sind zu dritt, aber nicht die üblichen drei Verdächtigen, sondern heute haben wir einen Special-Gast, der in der Mitte sitzt, ja, so wie es sich gehört. Wir begrüßen Tourguy Gimicibasi, zurzeit Spieler in Diensten von Austria Klagenfurt, Österreich Bundesliga. Aber er hat schon einen bewegten Weg, eine bewegte Karriere hinter sich, trotz seines jungen Alters von 27 Jahren. Aber er kann sich am besten selber vorstellen. Aber bevor ich es vergesse und wieder Ärger bekomme, mein Co-Host Sven Müller ist auch am Start. Herzlich willkommen. Ja, Tourguy, erzähl, stell dich mal vor, der Community. Ja, ich bin Tourguy Gimicibasi, bin 27 Jahre alt und ja, spiele momentan in Österreich in der Bundesliga bei Austria Klagenfurt. Und ja, wie der Kevin gesagt hat, der Weg nach bis dahin war sehr, sehr steinig und sehr, sehr schwierig, aber mit dem richtigen Mindset kann man viele Steine, viele Berge versetzen. Ja, Mindset ist, glaube ich, auch der optimale Einstieg, um eigentlich Tourguy zu beschreiben. Ich glaube, vom Mindset her, von der Einstellung, gibt es wenig Profifußballer, die so klar, so fokussiert sind und so hart arbeiten wie er. Muss man einfach so klar sagen. Es gibt, glaube ich, keinen Tag, an dem er mir jetzt kein Foto schickt, wo er im Gym ist und Gas gibt und ja, seinen Trainingsplan durchzieht. Da kann man nur Respekt vorhaben. Und ich glaube grundsätzlich, das ist die entscheidende Charaktereigenschaft, wieso er den Weg von ganz unten bis ganz oben gehen konnte. Und auf diesem Weg sehr, sehr viele andere, vielleicht talentiertere, bessere Jungs eingeholt hat, weil er einfach einen geisteskranken Willen hat, ein krankes Mindset. Und das hat ihn auch dorthin gebracht, wo er ist. Er hat sich von seinem Weg nie abbringen lassen, aber ich glaube, das kann er am besten erzählen, welchen Weg er gegangen ist, wie steinig der war. Und angefangen eigentlich, ja, erste Frage, Tourguy, gibt es ein NLZ in Deutschland, in dem du nicht gespielt hast? Schwierig, schwierig, ja. Wie Kevin sagt, war sehr, sehr harter Weg. Also wenn ich jetzt mal die Jugendzeit hernehme, ich war eigentlich immer mit unter den besten Spielern, aber ich war im Kopf nicht richtig klar, muss man wirklich sagen. Ich hatte einen Pfeil links, rechts und in der Mitte durch den Kopf. Und ja, also das hat mir vieles verbaut. Oder ich würde mal sagen, ich mit dem richtigen Mindset, oder hätte ich damals schon meine jetzige Frau gehabt, dann denke ich, wäre ich jetzt vielleicht schon weiter oder wäre früher an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wäre vielleicht wäre meine Karriere eventuell anders verlaufen. Aber ja, das gehört dazu. Ballon d'Or-Kandidat oder was? Das würde ich jetzt nicht sagen. Wer weiß, Fußball ist sehr viel möglich. Aber Tourguy, du hast bei einigen NLZs gespielt, habe ich ja eben schon, sag ich mal, scherzhaft gesagt. Erklär mal bitte hier da draußen, vor allem den Jungs, wie das sein kann. Ne? Du hast, glaube ich, gefühlt jedes Jahr oder vielleicht schon manchmal auch sogar jedes halbe Jahr den Verein gewechselt. Wie kam das zustande? Ja, man muss sagen, ich war in Dresden 4 Jahre oder 5 Jahre, da wo ich aufgewachsen bin. Und Dresden hatte ich super Zeit. Ja, und dann hat der erste FC Köln Interesse und bin dann zum FC gewechselt. Und ja, da lief es von Anfang an super. Bin dann beim FC auch Jugendnationalspieler geworden für die Türkei. Wurde auch für Deutschland eingeladen, aber habe mich dann für die Türkei festgespielt, da ich die Europameisterschaftsqualifikation gespielt hatte. Ja, und ich muss sagen, beim FC habe ich jetzt kein schlechtes Geld verdient mit 16 und das hat mich natürlich, ja, ein bisschen Baller im Kopf gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Plus, bist nicht mehr bei den Eltern zu Hause, die Eltern haben keine Hand mehr über dich und ja, du denkst dann, du bist was Besseres als andere, was aber nicht der Fall ist. Du bist ein ganz normaler Spieler wie jeder andere und du hast eigentlich noch nichts erreicht. Im Jugendbereich kann man nicht vergleichen mit dem Männerbereich. Und ja, dann habe ich ein bisschen Scheiße gebaut im Internat beim FC und bin dann auch dadurch rausgeflogen. Und das war dann so gesagt ein Knackpunkt oder ein Wendepunkt, dass dann meine Karriere erstmal sehr, sehr steil nach unten gefallen ist. Und ja, dann kam der Wechsel von Köln, wo alles top lief, wo ich mich wohlgefühlt habe, was eigentlich nach einem Jahr schon meine Heimat geworden ist. Und mein Trainer war damals der Boris Schommers, der jetzt beim MSV Duisburg ist. Und das war so ein richtiger Förderer von mir, der hat gesagt, Tourguy, wenn du nicht dumm bist, wirst du beim FC Profi. Ja, und dann bin ich... Du warst dumm.
Ja, ich war sehr, sehr dumm. Aber dann hast du einmal so an dem Pfeil gedreht im Kopf, ne, im Internat. Ja, dann bin ich zu Red Bull Leipzig. Real Talk. Erzähl mal, was hast du gemacht? Na, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Also das ist nicht FSK 18. Na, das was? Genau, an die Jugendlichen, das sollen die jetzt nicht hören, lieber. Also, ja, war auf jeden Fall scheiße und ich bereue es natürlich auch. Und ja, so kam dann auch der Wechselzustand zu Red Bull Leipzig. Lief auch super, aber ich war dann wieder im Ostdeutschland und ich wollte aber unbedingt wieder zurück nach Westdeutschland. Hab dann ein halbes Jahr bei Red Bull Leipzig gespielt. Und ja, dann bin ich nach Lautern. Da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Da habe ich im Hotel gewohnt, hatte, ich glaube, ich in einem halben Jahr 3 Muskelfaserrisse, weil ich mich nicht richtig ernähren konnte. Oder wie alt warst du da, Tugel? Ich glaube, ich war da 17 geworden, genau. Oh, 17 im Hotel, Wahnsinn. Ohne. So gar kein Bezug zu Vereinsmitgliedern oder war irgendwie jemand von der Familie bei dir? Keiner war von der Familie. Du darfst ja auch nicht vergessen, auch in Dresden, wo ich angefangen habe, ins Internat zu gehen, war ich 12 Jahre, bin mit 12 Jahren von zu Hause raus. Boah, Wahnsinn. Aber dann bist du auch unwahrscheinlich schnell selbstständig geworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hat nicht nur Nachteile, ne? Na, auf keinen Fall. Ja, und dann bin ich von Kaiserslautern dann auch relativ nach einem halben Jahr wieder weg und bin dann zu Viktoria Köln. Und dann ging's, hab da wieder viel gespielt. Ja, und dann haben die gesagt, ja, du kriegst einen Profivertrag. Und dann habe ich mich aber verletzt, habe mir das Deltaband im Knöchel gerissen und habe dann keinen Vertrag bekommen, so wie es im Fußball ist. Am Anfang versprechen sie dir immer alles und dann kommt eine Verletzung und du bekommst einen Arschtritt. Und ja, dann habe ich in Deutschland nur Oberliga gespielt. Aber ich wusste, ich habe den Willen für mehr und habe auch die fußballerische Fähigkeit für mehr. Und ja, aber ich war in Deutschland so eine Schublade gelegt worden. Klar, gesetzt worden. Es geht schnell. Ja, und in Deutschland ist ja gerade in Deutschland, so, finde ich, geht das extrem schnell. Ne? Schublade, Dach rein, wird ganz schwer, da rauszukommen. Ne? Genau, und dann hab ich gesagt, ich brauche einen Tapetenwechsel. Es war auch dann eine schwierige Zeit mit meiner Frau, mit meiner jetzigen Frau. Die Eltern haben gesagt, Tugay, willst du nicht eine Ausbildung machen, bla bla. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe straight to me. Ich habe nur einen Plan A und der ist Fußballprofi. Bist also du auch so der Typ, der sagt, ich habe nur Plan A, weil wenn du einen zweiten Plan B hast, dann verfolgst du Plan A nicht zu 100%? Genau, ich war voller Fokus, war immer auf Fußball. Ich habe gesagt, ich mache die Schule zu Ende und dann werde ich Profi. Ich will das den Jugendlichen nicht raten. Ich sage immer, macht eure Schule fertig, am besten auch eine Ausbildung. Aber ich war nicht so. Ich habe gesagt, ich schaffe das und ich werde es auch schaffen. Und ich habe es zum Glück dann auch über Umwege geschafft. Bin dann nach Österreich gegangen und dann hat meine Karriere wieder dick Fahrt aufgenommen. Ja, ich glaube, da draußen, klar kann man den Jungs sagen, am Ende, sie müssen einfach wissen, dass die Entscheidungen, die sie treffen, dass sie auch die Konsequenzen dafür tragen. Ich glaube, das ist heutzutage halt immer dieses größte Problem, was die Jungs haben. So, die wollen keine Entscheidung treffen, die wollen das irgendwo aussitzen und irgendwie wird ja schon sich was ergeben, das wird mit der Entscheidung abnehmen, aber das tut es ganz im Gegenteil. Also, keine Entscheidung zu treffen, ist am Ende auch eine Entscheidung. So, das ist eine Entscheidung dafür, dass die Umstände genauso bleiben, wie sie sind. Genau. So, und das größte Problem, was die Jungs draußen haben, ist einfach, dass A, sie wollen keine Entscheidung treffen, sie wollen auch nicht dafür verantwortlich sein. Und B, wollen sie dann sich komplett schön gemütlich in diese Opferrolle reinbegeben und einfach sagen, ja, okay, die zeigen mit dem Finger auf die Person links, rechts. Irgendjemand muss ja schuld sein, nur nicht jemand selbst. Und so wie du gesagt hast, Respekt dafür. Klar kann man den Jungs da draußen sagen, nur Plan A zu verfolgen ist ein bisschen naiv und könnte auch vielleicht, sag ich mal, jemanden zum Verhängnis werden. Aber du hast es ja komplett anders gemacht. Du hast dich für einen Plan A entschieden und du hast einfach alles dafür getan. Und das ist halt der Unterschied. Und das sage ich auch den Jungs da draußen. Also wenn du Plan A hast, dann gib alles dafür. Arbeite hart, sei kein Opfer, zeig nicht mit dem Finger auf Menschen links, rechts in deinem Umfeld, Trainer, Sportdirektor, wer auch immer und gib ihnen die Macht über dich. Nein, ganz im Gegenteil, arbeite hart, steh früher auf, sorg dafür, dass du jeden Tag einen, der vor dir ist, einholst und das geht nur durch harte Arbeit, durch das richtige Mindset und dafür bewundere ich dein Mindset. Du bist diesen Weg gegangen. Vor allem, duck dich nicht weg. Was auch immer viele machen, ist, wenn Widerstände kommen, wegducken, Arsch, geh lieber den einfachen Weg. Da ist es dann wichtig, einfach auch zu sagen, hey, pass auf, da kommt gerade Gegenwind. Ich nehme das Visier runter und gehe durch. Ja? Das geht auf dem Platz, also auch neben dem Platz. Ne? Wie du schon sagst, früher aufstehen als alle anderen, das Essen vielleicht besser optimieren als alle anderen,
deine eigenen Trainingspläne optimieren. Ne? Auch Tugay, ich weiß auch selber, macht sehr, sehr viel nebenbei noch, ja, im individuellen Bereich, was seine Fitness, sein Körper, seine Schnellkraft, Explosivität angeht. Ja, aber hey, wo ist das Video? Ja, das kommt noch. Ja, hey, wo ist das Video? Sag mal deinen Angestellten, die sollen schneller arbeiten. Wo ist das Video? Ja, aber auch in dieser fußballerischen Sparte macht er extrem viel und ist da auch extrem detailversessen und sehr, sehr ehrgeizig, das, was ihn noch auszahlt. Ne? Tugay, eine Frage an dich. Würdest du sagen, das Mindset ist sogar noch ein Ticken wichtiger als das Fußballerische? Boah, ich sag mal so, ich bin immer so der Fan von Talent haben viele, aber Talent bringt dich bis zum gewissen Punkt irgendwo hin. Mhm. Danach kommen Spieler, die haben das bessere Mindset, ja, und die überholen dich dann. Und ich war auch bis zum gewissen Alter talentiert, aber dann habe ich gemerkt, das reicht irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich muss härter arbeiten, mehr machen als die anderen. Und ich habe immer gesagt, oder mein Spruch ist immer, wenn du härter arbeitest als andere, dann kommst du auch weiter als andere. Und ich muss auch sagen, dass zu der Zeit, wo ich wenig Geld verdient habe mit Fußball, bin ich trotzdem immer zu Chris Mohr gegangen. Chris Mohr ist der beste Athletiktrainer, der beste Personal Coach, den es in Deutschland gibt, meiner Meinung nach. Er hat meine Karriere auch, oder ich habe ihm meine Karriere auch sehr, sehr viel zu verdanken, was er mir vom Mindset immer mitgibt, egal wann ich bei ihm bin. Ich bin jedes Jahr bei ihm. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 8 Jahren immer bei ihm. Er schreibt mir meinen Personal-Plan. Und ja, also ich muss sagen, ich kann nur jedem jungen Spieler empfehlen, zu Chris Mohr zu gehen, der die Möglichkeit hat, weil dieser Mann bringt Spieler oder Menschen auf ein anderes Level, Sportler auf ein anderes Level. Er macht dich nicht nur körperlich fit, er macht dich auch im Kopf fit, dass du gegen Widerstände ankämpfst, dass du keine Ausreden suchst. Und ja, also ihm habe ich auch sehr, sehr viel zu verdanken. Der wird auch bald hier sitzen, genau in dem Sessel. Also wenn wir in derselben Konstellation sitzen, genau. Aber trotzdem, auch wenn wir nicht in der Konstellation sitzen, wird der trotzdem einen mittigen Platz einnehmen und auch mal zu dem Thema sehr, sehr viel sagen können. Weil genau das ist ja auch der springende Punkt. Du brauchst halt jemanden, der dir einfach sagt, okay, bis hierhin bist du gegangen, Respekt, gut, aber du kannst mehr. Du bist mehr imstande zu leisten. Du kannst noch weiter deine Grenzen verschieben. Tag für Tag immer wieder ein paar Prozent mehr aus dir rausholen. Und das wird dich dann am Ende dahin bringen, wo du auch hin willst. Wenn du aber anfängst, dann, wenn es in diesen unbequemen Bereich geht, dann, wenn es anfängt, weh zu tun, wenn du dann anfängst, rumzuheulen und Ausreden zu suchen und nicht bereit bist, das zu investieren, die Grenze zu verschieben, dann hör direkt auf. Weil dann ist das, was du eben gesagt hast, Plan A, super, schön und gut. Aber wenn du dazu nicht bereit bist, dann lass stecken. Dann mach eine Ausbildung, geh einen anderen Weg, weil sonst wirst du das niemals erreichen. Es gibt da draußen so viele hungrige Löwen, so viele talentierte Spieler. Warum sollst ausgerechnet du es schaffen? So, und am Ende hast du es ja geschafft, über Umwege. Aber eine wichtige Frage habe ich an dich. Du hast gesagt, in der U17 beim FC hast du schon sehr, sehr gut verdient. Hau mal raus, was hat man dir da damals bezahlt? Es war ja, glaube ich, so, wenn du ein junger Nationalspieler warst, hast du auf jeden Fall, glaube ich, an die 2,5, glaube ich, schon bekommen. Was für einen 17-Jährigen. Brutto oder netto? Ich glaube, das war brutto zu dem Zeitpunkt, aber es ist ja trotzdem egal gewesen, weil das Internat wurde mir auch gezahlt. Boah. Und ja. Das du hast dann kaum Ausgaben gehabt quasi, ne? Weil ja, du ja auch keine, Verpflegung aber ich hattest. Hatte da, ich muss auch ehrlich sagen, zu dem. Vor 10 Jahren, ne? Ja, das ist vor zehn Jahren, das ist wie heute 10.000 Euro brutto zu verdienen. Ja, und so von ich muss ehrlich sagen, ich konnte mit Geld nicht umgehen. Meine Eltern haben gesagt, das ist dein Geld, du kannst mit deinem Geld machen. Ja, das ist aber willst. Dann, ich wollte gerade sagen, das ist dann auch, ich finde, für dich als 17-Jährigen sehr, sehr schwierig, fernab von zu Hause, ganz weit weg, Mama und Papa mehr oder weniger nur übers Telefon zu erreichen, dann wirklich auf einmal so viel Geld zu haben, so du hast dich wahrscheinlich so gefühlt, ey, ich kann mir alles leisten. Ja, ich sag mal so, jetzt ist das nicht viel Geld, wenn du einen normalen Arbeiter hernimmst. Richtig. Aber für einen jungen Spieler, der gerade 17 geworden ist, ist es natürlich viel Geld. Ich habe nie so viel Geld zu dem Zeitpunkt auf meinem Konto gesehen. Weißt du, ich habe immer Papa gefragt, kannst du mir ein bisschen Geld senden, kannst du mir ein bisschen Geld schicken? Hat er zum Glück auch immer gemacht. Und ja, und dann habe ich auch irgendwann dann, ist ja klar, dass du dann irgendwann denkst, du wärst was Besseres. Und das war damals mein Problem, ja. Hat man dir im Verein da nicht irgendwie bei geholfen, so dann ein bisschen eine Entwicklung zu nehmen in der Persönlichkeit, dass du dann sagst, okay, ich verdiene jetzt sehr gutes Geld und man möchte dir so gute, positiv gemeinte Ratschläge mit an die Hand geben? Gab es da irgendeine Unterstützung? Na, gar nicht. Also ist jetzt nicht einmal zu mir gekommen und hat gesagt, ja, was machst du mit deinem Geld? Also dem war das eigentlich egal. Und ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, was willst du? Ich mache mit meinem Geld, was ich will. Weißt du, was ich meine? Also ich bin auch so ein straighter Typ und sag dann auch,
ist mein Verdienst, ich bringe meine Leistung dafür, also geh mir nicht auf den Sack, ich mache mit dem Geld, was ich will. Klar, am Ende hast du ja auch selber dann deine Konsequenzen dafür geschluckt, dass du durch dieses Geld quasi ein bisschen durchgedreht bist, was dir dann auch Probleme auf deinem weiteren Weg gemacht hat. Ich glaube, keiner der weiteren Vereine, vielleicht RB, wird noch ordentlich gezahlt haben können, aber Kaiserslautern, Viktoria Köln, das sind alles Vereine, die vielleicht in dem Bereich Juniorenmannschaften 200, 300, 400 Euro bezahlen. So Minijob-mäßig jetzt, ne? Genau. So mäßig. Wie hast du das gemacht, so als du bei Viktoria gespielt hast? Haben die dir eine Wohnung gestellt? Oder? Na, ich muss mich selber kümmern. Also das war dann so, ich habe dann beim Kollegen gewohnt. Ich habe ihm mein Fernsehen gegeben. Dann hat er gesagt, kannst bei mir wohnen. Und so habe ich bei dem auf dem Sofa gepennt. Und so war das dann. Das war echt hart, ne? Muss ich ehrlich sagen. Und dann, ein halbes Jahr später, habe ich eben meine Frau kennengelernt. Und dann bin ich mit zu ihr gezogen. So war das. Das ist, wenn ich mich zurückdenke, war es schon crazy, aber ja, ich glaube, das hat mich jetzt auch relativ gut geprägt oder hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt auch heute bin. Du hast halt auch allen damit bewiesen, egal wie schwer die Umstände waren, du hast immer deinen Plan verfolgt. Du hast immer nur daran gedacht, dass du Profi werden willst. So, und ich glaube, du hättest sogar noch mehr in Kauf genommen. Ja, ich hätte auch am Bahnhof gepennt. Genau das, genau das. Ich glaube auch, du hättest dir einen Schlafsack geholt von dem Geld und dann hättest du irgendwo geguckt, wo es warm ist in der Nacht, wo man ein bisschen pennen kann. Und ich glaube, selbst das hättest du durchgezogen von deinem Mindset her. Auf jeden Fall, weil ich hatte nichts anderes. Ich hatte klar meinen Schulabschluss, aber ich habe gesagt, ich will nicht. Ich will nur das eine. Ich will nur Fußballer werden und ich werde keine Ausbildung machen. Das war nicht mein Plan. Das war auch nie in meinem Kopf drin, dass ich sage, ich gehe jetzt 3 Jahre in der Ausbildung und danach werde ich, keine Ahnung. Schreiner oder sowas. Nichts gegen Schreiner, ne? Ich bin selber gelernter Modellbauer. Aber wann fing das denn bei dir so an, dass du gesagt hast, dass das meinst? Ich habe nichts gegen Schreiner, du bist Modellbauer. Bist du jetzt was Besseres als ein Schreiner oder was? So, bist du jetzt Schreiner oder kein Schreiner? Kevin, es kommt wieder mit dem Messer. Okay, kein Problem. Ich bin technischer Modellbauer. Alle Schreiner da draußen, ich sag euch, wo der wohnt. Kein Problem. Nein, aber wann kam so bei dir, also wann würdest du sagen, kam bei dir der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, hey, das Mindset muss ich ändern, um wirklich dann auch den Schritt wir nennen es hier immer Kinderfußball, vom Jugendfußball in den Profibereich zu auch schaffen. Also wann hast du damit angefangen? Es lag nicht mal am Fußballspielen. Ich habe es auch generell so gemerkt, dass ich vom Mindset anders werden musste, weil mein großer Bruder hat auch gesagt, boah, du bist charakterlich, bist du so ein Arschloch. Hat er immer gesagt, du denkst, du wärst was Besseres. Obwohl ich zu meinem Bruder immer eine krasse Bindung hatte und dann bin ich von zu Hause weg, bin Jugendnationalspieler geworden und war dann scheiße zu meiner Familie, weil ich dachte, ich wäre was Besseres. Und das hat mir dann die Augen geöffnet und hat gesagt, guck mal, du musst echt was ändern, sonst stehst du... Spricht auch für dich, ne, Tuga, dass man da nicht, nee, alles so wie ich mache es gut, sondern auch wirklich mal in dich gegangen, selbst reflektiert und gesagt, ich muss was ändern. Ja. Am Ende des Tages ist Familie alles, was zählt. So ist es. Ja, aber gibt es auch da draußen halt auch viele Leute, die das halt auch anders sehen, ne? Die auch anders denken, die sich vielleicht sagen, egal was der macht, egal was der Sohn erzählt, der Bruder oder so, lass uns einfach nutznießen von seinem Weg. Wenn der Profi wird und viel Geld verdient, dann profitieren wir auch davon. Soll er machen, was er will, am Ende des Tages, wir sind da wie so Blutsauger und ziehen und ziehen und ziehen. Kleber, ne? Ja, Klebertypen. Und dann gibt es halt sehr, sehr viele draußen, die genauso denken. Die sagen, ja, egal, Hauptsache, der liefert Geld ab jeden Monat und unterstützt uns und vergisst nicht, wo er herkommt. Dass wir alles auch für ihn damals geopfert haben, in der Jugend überall hinfahren, machen und tun oder auf alles zu verzichten, ne? In dem Alter, weiß ich, von 7 bis 12, bevor du dann im Internat gewesen bist. Ja, muss man schon sagen, Respekt auch an deinen Bruder. Der gesagt, boah. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man immer einen hat, der einem den Spiegel vorhält. Ja, sehr selten in der Branche. Wirkliche Ehrlichkeit und wobei du noch nicht mal in der Branche angekommen warst. Ja, du warst ja einfach nur im Kinderfußball und du warst, klar, du hast U16, U17, U18 Türkei gespielt. So, wer waren da so deine Mitspieler, Konkurrenten? Sind da von Jungs richtig durch die Decke gegangen? Haben wir irgendeinen, den wir da draußen den Jungs mal erzählen können, mit dem du gekickt hast? Ich kann mich eigentlich nur an einen erinnern, das ist Enes Ünal, der ist 97er, der hat immer schon bei dem älteren Jahrgang mitgespielt. Und ja, spielt jetzt in Spanien, erste Liga, La Liga. Und ja, ich würde sagen, bei ihm hat man schon gesehen, dass er vor dem Tor eiskalt ist. Aber sonst sind viele oder die meisten auf der Strecke geblieben. Ne? Wenn du mal überlegst, von Jugendnationalmannschaft, was eigentlich schon Stellenwert hat, Beste. Ich kann mich jetzt nur an einen erinnern, dass er es auch geschafft hat, in die
La Liga. Und sonst hatte ich, mit denen ich in der Türkei gespielt habe, keiner geschafft. Bis auf Okan Çınar. Mit dem habe ich auch zusammen gespielt. Der war in Deutschland, VfL Wolfsburg und Greuther Fürth. Und ist dann zu Beşiktaş. Jetzt spielt er nur noch 4. Liga oder 5. Liga Türkei. Wow. Ja, alles hat irgendwo seinen Grund, ne? Dass man da landet, wo man ist. Und ich glaube auch, dass der Weg, den du hinter dir hattest, genau dafür gesorgt hat, dass du jetzt gerade auch hier sitzt, Österreich Bundesliga spielst. Und eigentlich, klar, hast du vielleicht selber eine andere Vorstellung von deinem weiteren Weg gehabt. Ja, da werden wir gleich auch näher drauf eingehen, über deinen weiteren Weg der Karriere. Weil du hast ja auch eben gesagt, so, dann ging es für dich Deutschland Oberliga weiter. Sportfreunde Siegen war das. Genau. Ja, aber es war ja auch so, egal, ich hätte Messi sein können jetzt in Deutschland. Ich wurde in diese Schublade gelegt und jeder hat gesagt, das ist ein schwieriger Typ, halt Abstand davon. Selbst bei Siegen war es am Anfang so. Sie haben gesagt, Alter, was wollt ihr mit dem? Und ich musste diesen Tapetenwechsel machen, weil Deutschland hat dieses Schubladendenken. Die denken, okay, der ist einmal behindert in der Birne, der wird, der wird sich nicht ändern. Und das ist das Schlimme in Deutschland. Also wenn du in Deutschland in die Schublade gelegt wirst im Fußballbereich, dann kommst du da sehr, sehr schwer wieder raus. Und ja, das ist, die Deutschen sagen immer, wir brauchen Typen. Und dann hast du solche Typen und willst du. Und dann will sie keiner, genau. Ja, genau. Und das ist das Problem. Wenn du darfst nicht mal mehr deine Meinung äußern bei einem Interview, musst du immer aufpassen, was du sagst. Und ja, das sind da. Hattest du den Fall mal, dass dir jemand gesagt hat, du hast ein Interview gegeben und dann gesagt hat, ey, pass auf, was du da sagst? Ich glaube, das war vor 2 Jahren in Österreich sogar. Da wurde ich vom Platz gestellt für 2 lächerliche Fouls. Mhm. Die waren nicht mal gelb wert. Und da habe ich dann gesagt, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich habe, glaube ich, gesagt, kriegt der Schiedsrichter für jede gelbe Karte eine Freikarte bei Rapid Wien. Und unser Ding stand daneben und hat dann gesagt, könnt ihr das bitte nicht reinschneiden. Ich weiß gar nicht, ob sie es dann rausgeschnitten haben. Genau. Müsste man mal nachgucken. Müsste man den Schiedsrichter fragen, ob der eine Freikarte fürs Spiel bekommen hat. Wäre auch gut. Mal ein bisschen in die Recherche gehen. Cool. Ja, du bist ein sehr impulsiver Typ, ne, Togay? Du hast auch in der Zeit in Österreich einige Karten gesammelt. Ja, aber jetzt darfst du ja auch nicht vergessen, ich sammle die Karten, aber vielleicht wäre ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss mein Spielstil verändern, dann wäre ich vielleicht nicht der Spieler, der mich jetzt dahin gebracht hat. Ja, 100%. Also hat er immer Pro und Contra, ne? Ja, du kannst nicht nach Typen rufen und wenn du sie bekommst, dann auch dieses Echo dann nicht abhaben. Ja, so, da musst du halt auch mit rechnen. Ich glaube, das macht uns im Jugendfußball gerade auch ein bisschen Probleme, weil wir alle Jungs versuchen, ein bisschen glatt zu bügeln. Alle sollen gleich sein, alle sollen dieselben Fähigkeiten mitbringen, alle sollen am besten auch einfach spielen, den Trainer irgendwie weiterbringen, dass der erfolgreich wird und allem drum und dran. Und ich glaube, das ist halt einfach das größte Problem, was da halt stattfindet, ne, in Deutschland. Dieses, wie du sagst, Schubladendenken und alles einfach irgendwie angleichen. Ja, da kann ich mich auch an eine Geschichte erinnern von meinem besten Freund, der war auch beim FC. Die durften damals nur schwarze Schuhe tragen. Also die hat mich nicht gewundert, dass sie auch noch alle dieselbe Frisur tragen mussten. Wenn die irgendwie Nike-Schuhe hatten mit einem weißen Emblem, dann wurde das mit Tape abgeklebt oder die mussten es mit Edding schwarz malen oder so. Ja, ich glaube, das war auch eine Zeit lang bei uns, glaube ich, auch so beim FC. Ich meine, das war bei uns auch so. Frag mich halt, was das für einen Nutzen hat. Keine Ahnung, dass du nicht mit pinken Schuhen aufkommst. Oder so. Ja, und heutzutage siehst du gar keine weißen und gar keine schwarzen Schuhe mehr gefühlt. Ich weiß nicht, warum sie das denken. Es ist doch jedem Spieler selbst überlassen. Genau. Ob er pinke, gelbe Schuhe, solange er seine scheiß Leistung auf den Platz bringt, lass den Jungen in Ruhe. Genau, das Schlimme ist, wenn du das heute machst, zum Beispiel sagt keiner mehr pinke Schuhe, dann was meinst du, was du dann medial für einen Druck bekommst? Beim FC werden pinke Schuhe untersagt, vielleicht haben die was gegen solche Farben und sonst irgendwas, weiß man ja nie, ne? Kriegst du direkt so medial Shitstorm dann auf die Fahne geschrieben. Weißt du, was Uli Hoeneß mal gesagt hat dazu? Er sagt, wenn Adi Dassler die Farben der heutigen Schuhe sehen würde, der würde sich im Grabe umdrehen. Und dann hat ein Experte gesagt, sagt er, ja, und wenn er die Umsatzzahlen dadurch sehen würde, dann wird er noch 5 Drehungen hinzufügen. Ja, aber das ist doch Fakt, oder? Ja, ja, wenn hier Adi Dassler damals, keine Ahnung wie viel, die haben auch wahrscheinlich sehr guten Umsatz zu seiner Zeit gemacht. Natürlich. So, aber heute, ein paar Schuhe kosten 300 Euro, die sind nur aus irgendeinem Synthetik oder keine Ahnung was. Oder das Känguru-Leder. Halt, das ist Plastik. So, die Produktionskosten. Ja, genau. Sind ein Bruchteil, ein Fetzen von dem, was die Schuhe am Ende im Verkauf bringen. Klar, der Großteil von dem Verkauf des Schuhs oder was drauf geht, ist halt Marketing.
Ne, ja. Der Lionel Messi, und keine Ahnung genau. wer, der die Schuhe trägt, damit alle Kids die kaufen, der bekommt halt sehr, sehr viel Geld. Oder alle anderen Stars, die die Schuhe tragen, weswegen die gekauft werden. Ja. Aber die haben doch jetzt einen Schuh rausgebracht, so ein Predator, ja, so eine Hommage an den Predator. 350 Euro. Schnapper. Schlag zu. Billig. Ja. Jetzt mit dem Code. Ja, Code Torgei 22. Kriegst du 22% Rabatt auf nur auf den Schuh. Zahlst keine 350 mehr, zahlst nur noch 240 Pi mal Daumen. Ja, ist immer noch ein kleiner Schnapp des Monats. Ja, was ist das für Verarschung? Also 350 Euro. Für einen Fußballschuh. Das ist schon heftig. Ja, so, auch Respekt an die Eltern da draußen, die ihren Kindern hobbyweise da die Schuhe kaufen und die vielleicht 2 Monate halten oder so. Ja, das ist halt krass. Ja, und dann irgendwie alle oder 2 Monate. Rauswachsen, ne? Ja, Mann. Ja, pervers. Also die Frage ist halt, ob die Eltern sich auch immer darunter vorstellen, dann, dass sie, ob die Kinder dann auch besser werden durch so einen Schuh. Ja, aber alle wollen ja Dings, alle wollen ja einen Ausrüstervertrag, damit die bloß keine Schuhe mehr selber kaufen müssen. Aber gerade die Fußballer, die sich das leisten können, die Schuhe zu kaufen, müssen sich bezahlen. Ja, das ist, muss man nicht verstehen, aber ein bisschen abgedriftet. Ja, also ich glaube grundsätzlich auf deinem Weg ist halt das Problem, dass im Verein viel mehr Fürsorgepflicht ist. Egal, ob es jetzt 1. FC Köln ist oder so, dass man, das was ich sage, auch dieses Mindset versucht schon viel früher zu stärken. Diese Persönlichkeitsentwicklung. Dass du da, wenn du dort bist, weil du warst ja ein brutaler Fußballer, sonst hätte man dich ja auch nicht aus Dresden rübergeholt. Und du bist ja auch eingeschlagen, bist Unnationalspieler geworden. So, wenn man das noch ein bisschen formt, nicht verändert, formt, weil das ist ja heute, was alle wollen verändern. Nein, ein bisschen formen, das so nehmen, sagen, okay, das ist gut, du bist asozial, du bist frech, dich interessiert gar nichts, gehst in jeden Zweikampf, putz auch mal einen weg, setzt mal ein Zeichen, ja, und haust mal aus 25 Metern einen raus, weil du einfach den Mumm hast, die Eier hast, das Ding einfach auf die Kiste zu knallen, so, und dann kann er ja auch irgendwie nur reingehen, wenn man es auch versucht, so. Und das formen, nicht verbiegen. Und das Beste, was du hast, zu nehmen, zu behalten und das Negative, was du hast, so ein bisschen anzugleichen. Sagen, okay, das ist Quatsch. Du brauchst jetzt nicht eine Saison 10 gelbe Karten wegen Meckern dir holen. Ja. Ne, solche Sachen. So, dass man dich halt ein bisschen formt. So, und das ist ein bisschen zu wenig. Hier in Deutschland vor allem. Ja, hier wirst du quasi mehr oder weniger dir selbst überlassen, ne? Auch in Internaten. Klar, musst deine Wäsche wegbringen, kannst essen gehen dann zu den Zeiten, die vorgeschrieben sind. Aber so wirklich helfen bei, keine Ahnung, ja, ich sag jetzt mal so Schülerticket oder sowas, das musst du wahrscheinlich schon auch noch alleine machen, obwohl du nicht weißt, wie. Was ja ganz wichtig ist, du musst immer deine scheiß Hausaufgaben machen, also das war dir wichtiger als alles andere. Mann. Ja, da, ja, ich kenn das auch. Torgei, hast du die Hausaufgaben gemacht? Natürlich nicht. Immer. Yeah. Habe ich eben draußen noch geschrieben. Boah. Ich mach die morgen früh vor der Schule, sag ich. Ja, schon. Ja, ich schreibe die vor meinem Sitznachbar. Genau. So fertig, das reicht. Ja. Hat auch am Ende nichts geändert. Genau. Also, ja. Es gab Jungs, die haben Abitur gemacht, die sind heute irgendwo bei, weiß ich nicht, am Arbeiten, bei der Müllabfuhr. Ja, kein Müllabfuhr-Mitarbeiter diskreditieren, ist ein super Job. Aber dafür ist die schulische Bildung viel zu hoch gegriffen. Also völliger Murks, so, dass man das alles immer versucht, dann so zu klassifizieren. Mhm. Okay, das Abitur, so, du musst, klar, guten Schulabschluss sollte man versuchen zu machen. Aber es ist auch nicht verwerflich, wenn einer aufs Ganze geht. Aber dann musst du auch die Konsequenzen schlucken. Weil wenn es nicht aufgeht, wäre es kein Profi geworden. Hätte tatsächlich sein können, dass du halt einen anderen Weg gegangen wärst. Ja, da musst du halt vielleicht mit 27, 28 nochmal die Schulbank drücken und eine Ausbildung machen. Ne? Aber wenn, ich sag auch immer, wenn du aber bis dahin, so wie du jetzt gesagt hast, auch den Plan A verfolgst, volle Kanne hinterhergegangen bist, dann hast du dir am Ende des Tages auch nichts vorzuwerfen. Sozusagen so, hätte ich doch mal lieber so oder so gemacht. Am Ende kannst du auch mit 27 noch eine Ausbildung machen. Ja, und Torgei hat auf dem Weg einfach unfassbar viele Jungs einfach auf der Strecke gelassen, ne? Hinter sich gelassen. Hinter sich gelassen. Du denkst so, okay, Top-Talent, U19-Nationalspieler, hat keine Ahnung, ja, während du in Österreich mit Peanuts klargekommen bist, haben die das 30, 40, 50-fache, vielleicht sogar 70, 80, 100-fache verdient. Ja, so, ja. Weil du hast ja sehr wenig verdient in der Zeit, aber am Ende geht es darum, so, wenn du den Strich nach der Karriere ziehst, was bleibt dann über? Wenn einer mit 20 aufhört zu spielen und hat in der U19 super verdient, ja klasse. Die haben auch so gelebt, ne? Konsum rein, raus, fertig. Ja. Mhm. Deswegen, jeder trägt dafür selber die Konsequenzen. Aber wir sind ein bisschen abgedriftet, lass uns über den Österreich-Weg erzählen und drüber reden. Aber
Ja, da wirst du ja uns am meisten zu sagen können. Und ja. Ja, Toga, erzähl mal. Du bist dann nach Österreich gegangen, hast gesagt, ey, ihr Deutschen, gebt mir so auf den Sack, ich habe die Schnauze voll. Ja, wie kommt man nach Österreich? Du bist ja dann in die... Dritte Liga bin ich gegangen, genau. Der Verein, es war damals Volkan Karaman, der Arme, der wurde erschossen letztes Jahr. Also krass. Der wurde mit dem Kopfschuss hingerichtet. Wie? Der hatte von seinem besten Freund die mit der Frau ein Verhältnis. Und der Mann hat das rausgekriegt und ja, hat das dann beendet. Ja, okay. Ja, das sind so. Der hat mich dann jedenfalls nach Dings geholt, nach Österreich. Und die sind von der vierten Liga in die dritte Liga aufgestiegen und da war ein Investor aus Aserbaidschan und die wollten direkt durch bis in die Bundesliga. Wie hieß der Verein? Karabakh Wien. Ja, und wir haben gut gespielt, es lief echt top und wir wären, glaube ich, auch aufgestiegen, aber dann ist der Investor ausgestiegen und wir haben die Lizenz nicht bekommen. Mhm. Und dann hat er einen Ägypter den Verein gekauft und ja, dann ging das Theater los. Wir haben top gespielt, ne? Wirklich, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wir wären aufgestiegen. Auf einmal hat der Idiot natürlich kein Gehalt gezahlt, bla bla bla. Wir mussten unser Geld hinterher rennen. Kennt man. Kriegst du da Flashbacks, Kevin? Bisschen, ja. Aber bei uns war anders. Aus deiner Zeit in Italien. Da hab ich mir aber selber gesagt, ey, ganz ehrlich, so, du lebst in Sizilien am Meer, bist 25 Jahre alt. Ich habe selber gesagt, Profi wirst du eh nicht mehr. Hab ich gesagt zum Präsident, also mit mir kannst du jetzt nicht mehr rechnen bei Spielen. Ich chill hier am Meer und ich esse mein leckeres Gelato. Lass mich hier von nichts und niemanden von euch volllabern, egal was ihr erzählt. Warst du quasi Mr. Goodlife dann? Ich war Mr. Goodlife. Der Kader saß da neben mir, unser guter Freund Kader von KM1 Training. Der war ja mit uns da. Der war ja auch Spieler von dem Verein NFC Olandina. An der Stelle geil, ey. Weltklasse. Der Ort, der ist immer wieder eine Reise wert. 100%. Der Verein, ich weiß gar nicht, der ist tot. Auf jeden Fall, dann war die Frage... Fahrt ihr noch zum letzten Spiel nach Neapel? Wir kriegen das schon hin mit der Kohle. Also, wir machen das schon. Wir werden eure Verträge angleichen. Ihr müsst vielleicht ein bisschen auf was verzichten. Aber ich sage, guck mal, weißt du was? Ich habe genug versprochen bekommen. Laber mich nicht voll. Mhm. Gib mir mein letztes Gehalt. Buch mir mein Flugticket. Was ist Spiel? Wann ist das? Okay, wann fahrt ihr mit dem Bus? Okay, alles klar, bin ich noch am Schlafen. Mach mich auf gar keinen Fall wach. Ich gehe an den Strand, frühstücke bei Sonnenschein, trinke mein Espresso, lass mich von niemandem aus der Ruhe bringen. Ich fahre doch keine 8 Stunden mit dem Bus. Seid ihr geisteskrank? Habe ich nicht gemacht. Ja. Der Kader ist gefahren. Weißt du, wie der gefahren ist? Mit dem Schnäuzer. Weil wir haben so gesagt, ey, komm, wir haben irgendwie so... Quatsch gemacht, haben uns alle einen Schnäuzer rasiert. Der ist mit dem Schnäuzer dahin gefahren, 8 Stunden mit dem Bus haben die, okay, die haben nur 2-0 verloren. Ich hatte in Erinnerung, das war... Gegen SSC Neapel? Nein, das war so vierte Liga, Serie D. So, das ist eins unter, hier, dritte Liga Italien, ist Profifußball. Ich sag, das geht gar nicht, das war wie Landesliga das Niveau, muss man einfach ehrlicherweise sagen. Richtig schlecht. Ich sag, weißt du was? Was für dahin fahren? Ich bin doch nicht verrückt. Der ist einfach so, ich glaube, der war einen ganzen Tag unterwegs. Der kam dann irgendwann mitten in der Nacht wieder und ich voll so tot. Und ich schön gebräunt und so entspannt und ich so, alles klar, Maschine. So, ja, wir haben verloren und so, ach nee. Und ja, morgen sollen wir mit Präsident reden und so. Dann gehen wir zu ihm und sagt er, ja, ich kann euch nichts bezahlen. Ich so, ach nee. So, ich guck mal, stell mal vor, ich hätte jetzt noch diese Busfahrt in den Knochen, ich hätte den K.O. gehauen. Der ist ganz trocken da mitgefahren. Niemals. Geil, aber Flashbacks nur positiv. Nicht wie bei Torgai. Wie alt warst du da? Bin ich 19 gewesen? 19, ja, 20? Ja, ist was anderes. Und ja, dann bin ich mein, oder 21 sogar schon, ist ja auch egal, jedenfalls. Wie viele Jahre warst du da jetzt in dem Club? 2 Jahre? Karabakh. 2 Jahre, genau. Und ja, da ich schon kein Geld, nicht oft mein Geld gekriegt, ne, und dann hat er, ich bin zu dem ins Büro rein, ich habe gesagt, Junge, überweis mir jetzt mein Geld, man, geh mir nicht auf den Sack, aber der hat unsere Wohnung bezahlt, es war eine schöne Wohnung. Ich denke, Junge, was verarschst du mich die ganze Zeit? Der sagt, oh, Mama, Tugay, Geld ist überwiesen, morgen auf dein Konto. Ich sage, okay. Und ich sage, ich gucke auf mein Konto, kein Geld da. Ich so, Junge, willst du mich verarschen? Bin ich hingegangen? Ich sage so, schick mir jetzt mein Geld, Alter. Nerv mich jetzt nicht so. Ich hab, er hat ein bisschen fester mit ihm geredet. Und der so, okay, ich gebe dir jetzt ein bisschen Bargeld. Hat er mir so 1.000, 1.500 Euro Bar gegeben, war ich erstmal ruhig so. Ja, und haben wirklich super Saison gespielt. Wir hatten auch eine geile Mannschaft, wirklich. Die hätte Österreich zweite Liga, hätten wir mit der auch oben mitgespielt. Ja, ist ja auch im Endeffekt. Es war aber kein Profifußball. Wir waren Profis da, doch. In dem Fall waren wir Profis, weil wir wollten ja direkt hoch. Und der hat, für dritte Liga hat er nicht schlecht gezahlt, das muss man ehrlich sagen. Und jedenfalls haben wir dann gut gespielt und in der Saison habe ich auch gut gespielt. Und ja, dann kam Blau-Weiß Linz. Krass. Bin ich nach Linz gegangen, zweite Liga.
Ja. Die zahlen aber nicht viel. Die haben sie aber letztes Jahr gepackt, ne, glaube ich. Wir sind ja auch schon Meister geworden mit denen. Also ich bin ja mit denen Meister geworden, aber haben die Lizenz nicht bekommen. Die haben gesagt, na, wir wollen erst, glaube ich. Die mussten doch jetzt letztes Jahr haben ein neues Stadion gebaut, ne? Deshalb dürften die ja dann auch aufsteigen. Ja, Wahnsinn. Dann bin ich nach Linz. Erstes Jahr waren wir kurz vor der Insolvenz, ne? Nee, das zweite Jahr, wo wir standen im Sommer mit Ronny Brunnmeier, der mit Glasner nach Frankfurt gegangen ist, war auch ein sehr, sehr guter Trainer, wirklich ein geiler Trainer. Ronny ruf mal an, Junge. Ruf mich mal an. Hol den Toga immer da, wo ihr hingeht. Ist echt so, hol mich mal, Mann. Vergiss doch nicht. Ist echt so. Wie viele Tore habe ich hier gemacht da? Ja. Denk doch mal an die Zeit zurück. Red mal mit dem Olli, hol den mal jetzt, egal wohin. Ja, jedenfalls sind wir dann im Sommer, nach dem ersten Jahr, haben wir uns gerade so in der Liga, glaube ich, gehalten. Und dann kam der Ronny Brunnmeier, schon im Winter, glaube ich, genau. Haben unter ihm top gespielt und im Sommer auf einmal wusste man nicht, ob es weitergeht, ob wir Insolvenz anmelden oder ob der Verein Insolvenz anmeldet. Ich so, Alter, bin ich nur von Scheiße verfolgt hier, weißt du, wie ich meine? Ja. Dann haben wir es irgendwie hingekriegt, ging weiter. Auf einmal im Sommer standen wir mit 12 Dings da, mit 12 Spielern. Ich so zu meinem Berater, ruf den an, ich sag so, Alter, du musst mich hier wegbringen, wir sind nur 12 Spieler, wir werden nur auf den Arsch kriegen. Auf einmal hatten wir einen Kader von 15, 16 Spielern, aber 15, 16 Spieler, die alle Starter hätten spielen können. Einmal mit die Liga rasiert, ne? Also sind wir Meister geworden. Mit einem 16er Kader. Ja. Aufgefüllt wahrscheinlich mit. Mit jungen Spielern aus der zweiten Mannschaft. Aber wir hatten eine geile Mannschaft, Mann. Haben geilen Fußball gespielt. Auf einmal hast du dich in so einem Flow gespielt. Wir haben, glaube ich, die längste Siegesserie hingehauen, mit 12 Spielen in Folge gewonnen. Boah. Und ja, Scorerpunkt hatte ich, glaube ich, 14 in dem Jahr. Also ich glaube. Welche Position hast du gespielt? Du hast eigentlich in jedem zweiten Spiel einen Scorer gegeben. Genau. Oh. Ja, als Sechser. Du musst ja noch ein paar Rotkarten dazu rechnen. Und ne? Daher stimmt. Das stimmt auch wieder. Ich weiß noch, die geilste Story war in dem Jahr mit Ronny. Wir hatten am 22. Spiel in Amstetten. Und ich habe am 23. April Geburtstag. Er sagt so zu mir: Tugi, kannst du Geld holen? Dann fährst du zu deiner Frau. Machst du mit der einen schönen Geburtstag. Auf einmal, wie steht 0-0 und einer hat von uns, wurde gesperrt, der hat gelb-rot, glaube ich, bekommen. Auf einmal kommt der Sportdirektor in der Halbzeit zu mir, der sagt so, du holst dir keine gelbe Karte, aber wir brauchen dich nächste Woche. Der Trainer hat schon zu mir gesagt, na, du kannst die gelbe Karte holen, so schon einen Tag vorm Spiel. Und ich habe schon ganze Sachen dabei, bin mit meinem Privatauto zum Spiel gefahren. Ich so, ist mir scheißegal, was du mir gerade sagst, ich werde mir jetzt gleich so dick die gelbe Karte abholen. Ja, und dann an der Mitte. Tuga hat jetzt best. Ja, und an der Mittellinie habe ich dann da einen weggehauen und ja, habe ich mir gelb geholt. Dann kam der Trainer zu mir, das passt schon, mein Junge. Bin ich zu meiner Frau gefahren. Ja, und am Ende, ich weiß noch, es war ganz eng. Letztes Spiel geht es um die Meisterschaft. Wir sind punktgleich mit Liefering, also zweite Mannschaft von Salzburg. Von Salzburg, genau. Und die müssen aber gewinnen, weil wir hatten das bessere Torverhältnis und der direkte Vergleich. Erst haben wir gegen die 1-0 gewonnen. War für uns. Alter, auf einmal spielen wir da in Salzburg, letzten Spieltag, und die spielen uns die ersten 20 Minuten an die Wand und die treffen Pfostenlatte. Ich dachte so, wie sollen wir das überstehen, Alter? Ja, und dann hat es auf einmal Elfmeter für uns gegeben und es hat geklingelt bei denen. Und ja, dann haben wir 1-1 gespielt. Die haben in den letzten 5 Minuten das 1-1 gemacht. Und ja, dann war durch. Sind wir Meister geworden. Und ja, dann kam der Wechsel nach Klagenfurt. Und da bin ich auch direkt eingeschlagen im ersten Jahr. Kann man laut sagen. Genau, mit 9 Toren, 4 Assists, glaube ich. Ja. Auch auf der 6. Auch auf der 6. Am Anfang habe ich 6 gespielt, dann hat er mich so auf die 8 getan. Aber man könnte sagen, du hast schon einen Tordrang, ne? Du bist ja der absolute Box-to-Box-Player. Schon, ich würde schon sagen, dass ich einfach, wenn du einmal in diesen Flow drin bist, wenn es einmal bei dir läuft, wenn der Knoten geplatzt ist, ich habe zweite Liga, war ich mit der beste Spieler, war im Team der Saison. In der Bundesliga war ich dann mit der gefährlichste Mittelfeldspieler von Scorerpunkten her. Ich glaube, wenn du in so einem Flow bist, und die wollten mich ja auch unbedingt, der Trainer hat mir von Anfang an das Vertrauen gegeben. Und ja, das hat mich so gepusht. Und in Linz? Auch dann in Klagenfurt, in Linz. Ich weiß noch, am Anfang unter Ronny habe ich am Anfang, der hat so meinen Spielstil nicht gemocht. Ich bin auch ab und zu mit ihm aneinander geraten. Ich habe gesagt, was willst du von mir und so. Aber dann hat er gemerkt, so, oder ich habe mich dann ihn angepasst, so. Und ja, und dann bin ich in so einen Flow reingekommen. Und ja, und den habe ich dann mit in die Bundesliga genommen. Und ja, also, wir haben gegen Salzburg zweimal gewonnen, glaube ich, in der Saison. Oder haben nur
von 4 Spielen 2-mal gegen Salzburg verloren, 1-mal unentschieden, 1-mal gewonnen. Das musst du erstmal machen. Und ich habe beide Spiele gegen Salzburg, wo wir gewonnen haben, einmal gewonnen und einmal unentschieden, habe ich getroffen. Ja, das, das ist ja der absolute Liga-Primus, ne? Kann ja, man so mit Bayern das, vergleichen. Das ist krank, ne? das ist krank. Wenn du gegen Salzburg spielst, ich weiß noch, Adeyemi, meiner Meinung nach ist der overrated. Mhm. Der ist nur schnell. Also ich weiß noch, einmal Laufduell, du brauchst gegen ihn gar nicht ins Laufduell gehen, der kommt gefühlt mit 50 km auf dich zu. Ja, ist der schnellste Spieler, glaube ich, der Bundesliga gewesen letzte Saison. Aber ja, ich muss sagen. Meinst du, der schneller als Alphonso Davies? Ich glaube, der ist mit 36,7 ist der gemessen worden. Ja. Boah. Und ja, aber allein die Dynamik von den Spielern, die Robustheit. Aber ja, ich sag mal so, wir haben mit Klagenfurt einen wirklich ekelhaften Spielstil im Tiefstehen und dann auf Konter lauern und das hat ihnen gar nicht gepasst. Und in der Saison haben wir dann auch, ja, waren wir eigentlich, wir hätten 3-mal von 4 Spielen gegen die gewinnen können, aber. Schade. Ja. Genau. Ist dann am Ende auch immer so eine Frage der Körner, ne? Hat man am Ende dann noch genügend Körner? Ja, Sven. Ja, was denn? Platz 1, Karim Adeyemi mit einer unglaublichen Laufgeschwindigkeit von 36,7 Kilometern pro Stunde. Der ist fast so schnell wie ich. 21-Jährige den Rekord des Ex-Mainzers sorgte damit für Schlagzeilen. Boah, stark. Ich will auf auch um die 36 km, glaube ich, so circa. Ja, auf jeden Fall. Also 36,7, die laufe ich zum Warmwerden. Der wird geblitzt in der 30er-Zone. Der wird geblitzt, ganz klar. Ja, ich glaube, dass er nicht jetzt in der 30er-Zone rumlaufen würde, weil der macht das schon in Stollen und auf Rasen. Aber auf der Überholspur, eine Zeit lang. Ich war in Dortmund beim Spiel BVB gegen Chelsea in der Champions League letztes Jahr, als er da die Bude macht. Ja, man krank. Und das macht er schon geisteskrank. Ne? Und danach dann noch schön den Salto. Ja, stimmt. Ja, also Salto Mortale. Das... Der Junge hat schon extrem Qualität, aber klar, seine größte und beste Stärke, seine größte Waffe ist seine Geschwindigkeit. Ja, wenn du die eben wegnimmst, dann wird er nicht dann ist er auch nicht der Top-Spieler, der er sein kann. Ja, ich glaube, gegen tiefstehende Gegner hat er Probleme. Ja, könnte er Probleme kriegen, sagen sie so, weil er kann ja nicht mit Tempo hinter die. Gibt es im Spiel immer Kontersituationen. Ja, und das so, und da musst du schon, ja, auch dann deine Geschwindigkeit nutzen können und muss natürlich auch die nötige Technik mitbringen. Aber ihr habt den ja zweimal quasi die Ohren lang gezogen, ja, für die Verhältnisse, die Klagenfurt hat. Du müsstest dann auch gegen Okafor gespielt haben, oder? Ja, ja. Der hat ja auch da gespielt zur Zeit, wie Adeyemi da war. Okafor, Sesko. Sesko auch, ja, aber RB jetzt. Okafor ist, glaube ich, mittlerweile bei Milan, ne? Sesko, ist das der Rapper? Ja, ja. Ja, Sesko, super Lieder hat er gemacht, ja. Dass er auch kicken kann. Sesko haben wir da. Ach, Sesko, ich dachte Sesko. Cisco. Ja, das ist ja auch bei RB jetzt, ne? Ja, ja. Aber ja, ist da nicht bei den so Leipzigern. Seiwald auch. Ach, Seiwald, stimmt. Seiwald von dem hatte ich mir mehr erwartet. Ja, muss so sagen, ne? Der hat dicke Konkurrenz dort, ne? Mit Xavi Simons. Ja, der ist auch brutal eingeschlagen. Ja, ist krank, Mann. Das ist ja immer bei so einem Leihgeschäft auch was anderes, ne? Wenn du Leihspieler bist, dann. Ja, kannst ja gleich. Kannst ja ein Lied von singen, wie es ist, wenn du leicht. Aber Haaland hast du nicht. Haaland war da schon weg. Haaland hatte ich einmal im Testspiel mit Blau-Weiß Linz. Da hat mein Trainer mich gefragt: so, hast du Bock, morgen gegen Haaland in Verteidigung zu spielen? Ich dachte mir: ja, klar, mache ich. Ich sage ja nicht, dass ich sage ja selten so, dass wirklich ein Spieler so körperlich besser ist als ich. Aber Junge, das war eine Maschine und da war ja noch so ein Sticky. Jetzt guckt ihr den jetzt mal, was das hier ist. Ja. Ist krank. War gerade Bock gemacht oder was? Gegen ihn zu spielen? Na, hat gar keinen Bock gemacht. So. Der ist so schnell, ja, ist der kommt und geht direkt wieder. Ich so, Junge, hör mal auf jetzt. Vor allem mit Lohrentzündung, ne? So oft wieder an einem vorbeigelaufen ist. Trainer, ich muss mal zum Ohrenarzt. Ich muss mal kurz mal kontrollieren lassen. Das ging. Der ICE kam wieder. Ja, deswegen ist er ja da, wo er ist. Ja, so, genau. Sorry, Sven, jetzt hau deine Frage. Nee, wir hatten ja gerade das. Das Stichwort Leihgeschäfte. Du sagtest, Tuchel könnte da ein Lied von singen. Er hat ja eben schon genannt, hat er gesagt. Klagenfurt. War Klagenfurt eine Leihe? Nein, das war... Ich bin fest bei Klagenfurt. Ich habe 3 Jahre bei Klagenfurt unterschrieben und nach dem ersten Jahr, wo ich jetzt wirklich eine gute Statistik gemacht hatte, ja, war ja dann auch klar, dass da andere Vereine aufmerksam auf mich geworden sind. Auch ich habe mich auch im Fokus von Stefan Kunz in die Nationalmannschaft gespielt. War wirklich sehr, sehr nah dran an der Nominierung. Ja, aber im Fußball, ja, die letzten Jahre ging es wirklich nur bergauf bei mir. Und ja, dann habe ich jetzt mal wieder ein Tief gehabt in der Karriere. Und ja, ich muss auch wirklich sagen, im Nachhinein betrachtet, was
wäre es vielleicht besser gewesen, dass ich vielleicht noch ein zweites Jahr in Klagenfurt geblieben wäre. Aber ich bin nicht so der Freund mit hätte, wenn und aber. Ich habe die Möglichkeit gehabt, in der Super League zu spielen, gutes Geld zu machen. Darauf kommt es am Ende der Karriere auch an. Und viele würden auch diesen Sprung oder würden gern auch ein Angebot aus der Super League bekommen und den Weg gehen. Aber es bekommt nicht jeder. Ja. Und viele sehen jetzt immer nur den gescheiterten Torhüter. Ja, der war in der Super League, hat es da nicht geschafft. Aber ich sage zu denen einfach nur, können wir ihn lutschen auf Deutsch gesagt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil lehnt euch zurück, glaubt uns, da wird noch einiges auf euch zukommen in Sachen Torgeil in den nächsten Jahren. Du musst erstmal, wenn du meine Karriere betrachtest, musst du es erstmal dahin schaffen. Genau. Aber das sagen alle immer, die sagen, boah, der wird es nicht schaffen, der wird es nicht schaffen. Dann, wo ich es geschafft habe, hat keiner mir geschrieben, boah, krass, dass du es geschafft hast. Die reden jetzt erst alle wieder, boah, guck mal, der war in der Türkei und hat es nicht geschafft. Aber diesen Leuten zeigt da habe ich heute noch ein cooles Ding gelesen. Da war ein Boxer, der hat gesagt, als ich Weltmeister geworden bin, hatte ich 400 verpasste Anrufe. Als ich den Weltmeistertitel verloren habe, waren es 4 Anrufe. Davon waren 2 unbekannte Nummern und 2 verpasste Anrufe von meiner Mutter. Das ist so die Storys der Kleber. Ja, aber das ist ja so in Deutschland. Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Ja, nicht nur Deutschland. Ja. Das das mit dem Erfolg ist so ein generelles Ding. Ummünzen. Ja, so, wer ist bei dir im Falle des Erfolgs? Ja, da sind alle da. Weil alle wollen irgendwo ein Stück vom Kuchen haben, vom Torgei. Boah, ja, geil. Ah, Torgei, den kenne ich, ist mein Bruder. Genau, da wird auch keiner kommen und dir ins Gesicht sagen, so, ey, was machst du da für eine Scheiße? Warum bist du so arrogant oder warum dies, warum das? Wenn die unter dir profitieren können, wird das keiner sagen. So, vor allem, wenn es dann richtig gut läuft. Ne? Dann wollen alle profitieren, sagen, komm, hier, der Torgei, der bezahlt uns ja den Urlaub, der lädt uns ein. Ja, die ganzen, wie Sven gerade eben gesagt hat, diese ganzen Klebertypen. Aber dann, wenn mal richtig scheiße läuft, dann weißt du genau, auf wen du zählen kannst. Dann weißt du, wer bei dir ist. Und das sind die wahren Leute, auf die musst du dich fokussieren. So, wenn du das kannst, dann ist auch egal, wie es dann läuft, weil dann sind die Leute auch da und du weißt genau, diese ganzen Klebrigen, die dir immer so, ja, den Mund fuselig reden und genau so, wie es ist, dir erklären wollen und ja, alles schön Honig ums Maul spielen. Ja, wissen es alle, ja, genau. Ja, das sind die Leute, auf die man getrost verzichten kann. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ne, ich hatte die Chance, in die Super League zu gehen. Es war auch ein Traum von mir, wo ich gesagt habe, als Kind schon, ich weiß, mein Vater ist Fußballfanatiker, meine Mama genauso. Und es ist was anderes, wenn du in der Super League spielst oder Österreich-Bundesliga. Du spielst auf einmal gegen Galla, gegen Beşiktaş. Ich hatte ein Testspiel gegen Galla, letztes Testspiel vor Saisonbeginn. Wir haben vor 40.000 Zuschauern gespielt. Vor 40.000 Zuschauern. Ein Testspiel gegen Galla. Wer kann das erzählen? Okay, das war kein gutes Jahr von mir, lief nicht gut, okay, aber im Fußball ist auch oft so, du kannst manche Dinge nicht beeinflussen. Mhm. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist deine Leistung. Und ich kann mir nichts vorwerfen, dass ich nie Gas gegeben habe. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorwerfen kann, ist, wo der Trainer mir gesagt hat, der ausschlaggebende Punkt war meiner Meinung nach, ich habe gespielt, unter dem neuen Trainer habe ich die nächsten 4 Spiele gespielt und dann spielen wir gegen Galla bei uns zu Hause. Meine Mama, meine ganze Familie, von meiner Frau, die Familie, haben alle Flugtickets gekauft, um bei dem Spiel im Stadion zu sein. Wow. Und an dem Tag, das war Deadline Day vom Sommertransferfenster, holt der neue Trainer einen Spieler aus Belgien, mit dem er schon zusammengearbeitet hat. Ah, super. Er trainiert 2 Tage, nicht mal 2 Tage mit der Mannschaft mit. Und in Türkei ist so, du hast am Trainingsgelände dein eigenes Zimmer. Und auf einmal kriege ich einen Anruf auf mein Zimmer, einen Tag vor Spiel. Und der Trainer sagt so, Torgeil, komm mal zu mir runter, ich will mit dir reden. Ich dachte so, okay, er will mit mir Taktik reden, wie wir morgen spielen wollen. Auf einmal sagt er mir knallhart, Torgeil, du spielst morgen nicht. Ich so, wie, ich spiele morgen nicht? Du hast mir doch gesagt, du bist zufrieden mit mir, ich soll so weitermachen. Ich bin für ihn gerade gesetzter Spieler. Und wir haben unter dem neuen Trainer, du musst dir überlegen, wir haben gegen erst Spieltag 4-0 auf den Sack gekriegt. 4-0, ich bin zur Halbzeit reingekommen, habe gut gespielt. Gegen Fener komme ich rein, wir liegen zur Halbzeit 3-0 hinten und haben rote Karte, machen ein gutes Spiel, verlieren am Ende 6-0. Der Trainer, der mich geholt hat, wurde rausgeschmissen nach 2 Spieltagen. Dann stelle ich Startelf gegen Antalya, gegen Nuri Sahin, sein Verein. Wir gewinnen 2-0. Gewonnen. Nächstes Spiel wieder Startelf. Wir gewinnen 1-0. Dann kommt Galla. Ich denke mir so, okay, ich bin jetzt erstmal safe. Ne? Wir haben jetzt 2 Spieltage in Folge gewonnen, ohne ein Gegentor zu bekommen. Trainer sitzt auch im Sattel, weil in Türkei gibt ja keinen Grund zu wechseln eigentlich. Kein Grund. Ja. Warum never change a winning team? Ja.
Und auf einmal holt er mich in sein Büro. Und ich dachte, ding, ding. Ja. Rasenschwein. Ja, ich dachte so, wir kommen. Gibt's hier nicht, keine Sorge. Ich dachte so, wir reden jetzt über Taktik auf einmal. Sagt er mir, du spielst nicht. Und ich dachte mir so, Alter, in meinem Kopf ist so, meine ganze Familie kommt, alle haben Flugtickets geholt und ich sitze auf der Bank. Will der mich noch als Frage, so, du als Türke, bist du Gala-Fan? Oder Fan? Ja, ich bin Gala-Fan. Okay. Also, viele Freunde haben geschrieben, kannst du mir von dem Trikot bringen, kannst du mir von dem bitte Trikot krank bringen. Und ich dachte mir so, Alter. Das ist ja dann auch so, ich sag mal, das wäre jetzt das Pflichtspiel gewesen gegen Gala, ne? Das also ging genau, da ging es ja wirklich um was. Und ganze, genau. Wir haben, waren, Heimspiel war wie Auswärtsspiel für uns, weißt du, alles voll mit Orange-Gelb, so. Boah. Und ja, dann hat er mir eben gesagt, ich spiele nicht, der Neue wird spielen. In meinem Kopf rattert es. Ich sage so, was soll ich meinem Vater sagen? Ich denke mir so, was soll ich meiner Familie sagen? Wie? Ich soll nicht spielen nach 2 Siegen in Folge. Ja, und dann, was ich mir vielleicht vorwerfen kann, ist so, dass ich dann gesagt habe, bin ich aufgestanden und habe gesagt, ja, ich verstehe es nicht. Du sagst mir gestern noch, du bist mega zufrieden mit mir, ich soll so weitermachen. Und plus, ich war ja wirklich so kurz vor der Nominierung an die, in der Nationalmannschaft. Das, und gegen ein Spiel gegen Gala, ja, wird der Nationaltrainer safe da jemanden sein schicken oder da selbst persönlich da sein. Ja, und dann weiß ich nicht, ob das vielleicht richtig war oder nicht. Das kann vielleicht Kevin oder vielleicht du auch selber besser mir sagen, ob das vielleicht richtig war oder nicht. In dem Moment hat es einfach richtig angefühlt, dem meine Meinung zu sagen, weil ich bin auch 27, 26 zu dem Zeitpunkt gewesen, bin kein kleiner Junge mehr, bin kein 18-jähriger Jungspieler mehr. Bin dann aufgestanden und habe gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass du mich auf die Bank tust. Und hast mir die Tage noch gesagt, dass du mega zufrieden mit mir bist. Und jetzt so ein anderer Spieler, der erst einen Tag mit der Mannschaft trainiert hat, plus wir haben 2 Spieltage in Folge gewonnen, 0 gewonnen und ich spiele nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, bin aufgestanden, okay, dann ist besser, du nimmst mich nicht in den Kader, habe ich gesagt. Ja, und dann habe ich noch 10 Minuten, glaube ich, gegen Gala bekommen und das war ja dann auch mein letztes Spiel, was ich gemacht habe in der Liga, war dann zwar ab und zu noch im Kader, dann haben wir Pokalspiel gehabt, habe ich von Anfang an gespielt. Und ja, dann haben wir irgendein Spiel Kacke gespielt, haben 3 oder 4 auf den Sack gekriegt und dann hat der Sportdirektor einfach mal so gesagt, Türkei, du und Yunus Mali, ihr seid einfach mal so suspendiert, ihr werdet erstmal nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Ich so, was? Wie? Ich habe nicht gespielt? Ich habe nicht gespielt und du tust mich und Yunus suspendieren? Was ist der Grund, sage ich? Bauernopfer. Sagt er mir. Der Grund ist, warum du jetzt, warum wir dich suspendieren ist, du lachst nicht, wenn du nicht spielst. Und ich so, Junge, jeder geht mit einer Niederlage, in dem Fall ist für mich eine Niederlage gewesen, dass ich nicht gespielt habe, mit einer Niederlage anders um. Und in Deutschland musst du nicht lachen oder klar kannst du angefressen sein und ja, das sind dann so Dinge, wo ich sage, das hätte ich vielleicht anders lösen sollen und ich bin immer noch nicht, wenn ich nicht spiele, bin ich trotzdem richtig abgefuckt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann nicht auf der Bank sitzen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht der Typ für. Und deshalb gebe ich immer 110%, dass ich spiele. Ja, ist ja auch der Name des Podcasts. Ganz stark, ja. Aber da kann ich ja auch sagen, ne, wir sind hier im Real Talk und ich glaube, du weißt es jetzt auch inzwischen selber, dass dir das auch in der Situation nicht geholfen hat. Ja, also ich sage das auch immer, mein Jungs, ey, tut mal diese Emotionen beiseite, ist grundsätzlich ein sehr schlechter Ratgeber, weil damit möchte ich auch euch nicht irgendwie sagen, handelt so oder so oder schluckt eure Emotionen runter, ihr müsst jetzt den Weg gehen, den ich euch sage. Ich sage euch den Spielern nur, seid gewiss, die Konsequenzen kommen und die tragt ihr am Ende, wie du die genauso getragen hast. Am Ende hat das dir ja auch nichts gebracht, das war so eine Ego-Geschichte. Ja, meine Familie kommt, alle kommen vorbei. Klar, ekelhaft. Ist keine gute Situation, ist auch nicht angenehm, wenn alle sich ein Ticket kaufen. Du gehst davon aus, du bist kurz vor Nazio, denkst, jetzt ist es soweit, meine Zeit ist gekommen. Ich kann allen beweisen, was ich drauf habe. Und am Ende des Tages kommt der Coach und sagt, nee, der spielt, ciao, Torgay. Ne? Also das war's jetzt erstmal für dich. Da wäre der Situation wahrscheinlich besser gewesen, weiß man aber nicht, zu sagen, okay, ist deine Entscheidung, muss ich akzeptieren. Ich werde dir zeigen, dass das die falsche Entscheidung war. Dann, wenn es drauf ankommt, im Training, ja, dann, wenn du reinkommst. Aber klar, das ist eine Sache, die verdaut jeder anders. Vor allem dann mit dem Hintergrund. Aber es hat dir einfach nicht weitergeholfen in der Situation. Hat es sich deinem Ziel näher gebracht? Nein. So, und deswegen sage ich den Jungs dann immer draußen,
ihr müsst immer bedenken, was die Konsequenz ist und ob es euch mehr bringt, als dass es euch schadet. Und wenn es euch mehr schadet, dann lass sein. Dann beiß auf die Zunge oder mach die Faust in der Tasche, geh raus aus dem Raum und so. Weil aus der Emotion heraus, kennst du ja selber, sei mal wütend, ja, egal, du hast gestritten mit irgendjemandem. Ja. Ja, wenn du dann eine Entscheidung triffst und etwas sagst, was nicht in Stein gemeißelt ist, kannst du nicht wieder zurücknehmen. Das kannst du nicht mehr revidieren. So, entweder musst du dann richtig angekrochen kommen, so, und das ist noch schlimmer, dann lieber in dem Moment keine Entscheidung treffen, nichts Falsches sagen, okay, ja, schlucken, rausgehen aus diesem Raum, so, dann kommst du rein, spielst 10 Minuten, weil diese ganze Geschichte hat dir auf deinem Weg nicht geholfen, leider Gottes. Aber das hat halt auch dich ausgemacht, die Reaktion, so bist du als Typ, okay, am Ende hast du auch die Konsequenzen getragen, musstest dann bei Kasım Paşa ja, quasi den Rest der Saison dann die berühmt-berüchtigte Trainingsgruppe B schmücken. Ja, mit 3, 4, 5 Jungs. Ihr wart einfach Bauernopfer. So, das kennt man einfach im Fußball. Das sind immer die Jungs. Irgendwer muss den Kopf hinhalten. Ne? Ja, so, ja, die machen schlechte Stimmung. Die müssen weg. Die sind schuld, weil die ziehen alle anderen runter. Wie? Die haben doch die letzten 6 Spiele, in denen verloren worden ist, nicht gespielt. Nee, aber die haben schlechte Stimmung gemacht. Die sind schuld. Das, genau das war es. Genau so. Ja, und dann waren ja auch Spieler wie einer meiner engsten Freunde, ein sehr guter Freund von mir geworden, Jeffrey Brumer. Guck seinen Karriereweg an, auf einmal suspendieren die den genauso. Jeffrey Brumer, aber Jeffrey Brumer, Yunus Malı, du? Ja, dann, das war. Das sind schon ein paar Hochkaräter, die da suspendiert wurden. Ja, und das war. Waren das nicht auch so ein Stück weit die Aushängeschilder der Mannschaft auch? Ja, schon. So Jeff. Von der Transferpolitik her gesehen, vom Verein, die sind ja wahrscheinlich geholt worden, um auch so ein Stück weit das Gesicht von der Mannschaft zu werden, oder? Ja, aber Türkei ist ein schwieriges Pflaster, ich sag dir ganz ehrlich, also das ist, boah, ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich war immer sehr, sehr Türkei bezogen, aber dieser Transfer hat schon was mit mir gemacht und das hat mich jetzt auch bis jetzt zur Winterpause verfolgt. Ich war nicht nach dem Jahr, klar, ich habe gutes Geld verdient, aber jetzt nicht so, also ich nicht, dass ich jetzt sage, ich war satt oder so, dass ich gesagt habe, dass ich bin jetzt an meinem Ziel gewesen, jetzt ist mir alles andere scheißegal. Das war es nicht, aber das hat so mental was mit mir gemacht, wo ich sage auch, wo ich dann zurück im Sommer nach Klagenfurt musste, so, ich war nicht mehr der Torgei, dieser hungrige Torgei, der auch im Training immer alles gegeben hat. Klar, ich habe mir das eingeredet, dass ich immer alles gebe, aber so rückwirkend gesehen jetzt, kannst du sagen, jetzt war nicht gesehen, so. Habe ich auch im Training, wo wenn mich einer mal bin ich nicht mehr so aggressiv in den Zweikämpfen gewesen. Früher, wenn einer mir frech geworden ist, habe ich ihm gesagt, Junge, fahr einen Gang runter. Sonst knallt's. Sonst knallt's mal im Zweikampf, so weißt du. Ja. Und das war einfach nicht der Torgei, den ich auch selber von mir kannte. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt 24, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Ich bin wieder. Wie konntest du denn das Feuer in dir wieder erwecken? Also das musst du ja selber wieder. Rocky 4. Rocky 4, 12-mal hintereinander. Nee, weil du sagst ja selber, so jetzt reflektiert gesehen, sagst du, nicht mehr so dieses Feuer, dieser Hunger gewesen. Wie hast du es geschafft? Das ist auch immer wichtig für die Jungs draußen. Wie hast du es geschafft, dich selber zu motivieren, dir selber zu sagen, ey, 24, das wird mein Jahr? Ja, weil ich weiß, was ich imstande bin zu liefern. Mhm. Und dann, wenn ich mich generell zurückerinnere, was mich dahin gebracht hat. Das war immer harte Arbeit. Es war nicht so, Torgei, du machst jetzt hier Larifari. Das war es nicht. Das war immer der Torgei, der gesagt hat, du stehst heute Morgen auf, du machst dein Programm, du ernährst dich gut, du gehst raus trainieren. Und das war nicht mehr so. Meine Frau hat auch dann gesagt, boah, was ist los? Hast du keinen Bock mehr auf Fußball? Was ist los mit dir? Ich kenne dich so nicht. Und ja, und allein auch den Leuten da draußen, die dann immer, oder die, allein diesen Leuten zu zeigen, die mich abgeschrieben haben, die gesagt haben, ach, der hat in der Türkei nicht gespielt, so kennst du ja diesen. Mhm. Allein diesen Leuten, dass ich denen zeige, dass das, was in der Türkei passiert ist, das war nicht in meiner Verantwortung. Ja. Das war nicht meine Verantwortung. Das waren andere Gründe, die da passiert sind, dass ich in diese Situation gekommen bin. Allein diesen Leuten werde ich zeigen. Den Hatern quasi. Genau, dass der alte Torgei zurück ist. Torgei ist back, ne? Torgei ist back. Das ist eine Ansage. Aber ja, Türkei kann ich aus Erfahrung sagen, ist ein ganz ekliges Pflaster, was da abgeht. Ist einfach Fakt. So, vor allem, wenn man dann so nah an der Nationalmannschaft dran ist, glaube ich, dass es umso bitterer ist. Ja.
Ja, egal, Geld verdienen, so, ich glaube, da draußen darf sich keiner ein Urteil darüber bilden. Was ich glaube, es gibt ja auch nichts Schöneres für einen Spieler, irgendwann für seine Nationalmannschaft auflaufen zu können. Ne? Ja, auch wenn du schon U-Nationalspieler warst. Ich glaube, so im A-Nationalteam ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, es geht ja nicht darum, ob du es. Mir hätte auch erstmal am Anfang gereicht, wenn ich einfach bei einem Lehrgang dabei bin. Mhm. Ich muss ja nicht direkt. Klar, wäre schön gewesen, wenn ich direkt ein Länderspiel gemacht hätte, aber allein, wenn du so dran bist, mein nächstes Ziel war, einfach einberufen zu werden. Das war mein Ziel und ich habe alles erwartet, aber niemals, dass dann das passiert, was in der Türkei passiert ist, dass ich suspendiert werde und keine Rolle mehr spiele. Deshalb bin da hingegangen und dachte, guck mal, du bist überall, wo du warst, warst du absoluter Stammspieler, Leistungsträger. Ich dachte, ich gehe dahin, Mann, und werde dann vielleicht nach einem Jahr, zwei Jahren direkt verkauft und bin zu dem Zeitpunkt dann schon Nationalspieler. Aber dass dann so gekommen ist, ja, so ist Fußball. Fußball ist ein Drecksgeschäft, Mann. Richtiges. So habe ich jetzt mal die anderen Seiten vom Fußball kennengelernt. Und ja, das gehört dazu. Aber wenn man meine Karriere betrachtet, war ja nicht so vorgesehen, dass ich so eine Karriere hinlege. Also von daher lasse ich mich auch von so einem Tiefschlag. Hast ja schon mal gezeigt, dass ich von einem Tiefschlag nicht beirren lässt. Und man darf ja auch nicht vergessen, ist ja kein Tiefschlag, ne? Ich spiele immer noch Österreich. Ja, aber ich kann sagen, ich spiele immer noch Bundesliga. Ist ja nicht so, dass ich irgendwo Deutschland vierte, fünfte Liga spiele. Ne? Ja. Also, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin jetzt, klar ist der Fall jetzt nicht so hoch. Ich bin Österreich Bundesligaspieler. Einziger Fall, was man sagen kann, ist der finanzielle Fall. Aber das ist okay. Nehme ich in Kauf. Ja, ich glaube, du verdienst ja jetzt auch keine 4,50 Euro. Ne? Also, das muss man ja auch sagen. Also, ja, du hast genug Essen auf dem Tisch, du kannst dein Fitnessstudio bezahlen, du kriegst auch so alles geregelt. Dein Personal Trainer kannst du bezahlen. Dein Personal Trainer genau, kannst du bezahlen. Chris, gib mal bitte Rabatt. Ja, wir hauen den Chris mal an, wenn der bei uns ist. Fragen ist wir echt so. Ein paar Rabattcodes von Chris Moore. Oder Kevin übernimmt einfach, oder? Ja, mit dem nächsten Transfer kann man sich sicherlich okay. Über sowas mal Gedanken machen. Ja, 100%. Aber das sind halt so Sachen. Ich glaube, Türkei, ich kenne das Pflaster. Aus meiner Sicht, ich hab dir meine Meinung dazu gesagt, ne, will ja auch niemanden schlecht reden oder so, aber ich glaube, aus dem Momentum, was du damals hattest, wurde einfach zu wenig rausgeschlagen. Weil es einfach, Leihspieler ist immer brandgefährlich, weil der Verein weiß, okay, entweder der schlägt voll ein, kein Problem, dann kaufen wir den für eine kleine Mark und wir wissen, wir verkaufen den weiter, weil du hast ja eingeschlagen, jeder weiß, was du drauf hast. Aber bei einem Leihgeschäft ist halt so, dass wenn du halt nicht einschlägst oder du bist halt sehr schnell und leicht austauschbar, weil der Verein weiß, okay, der kostet uns die und die Ausstiegsklausel, Kaufoption, komm, scheiß drauf, lass den weggehen, wir haben andere Ideen, andere Pläne, der vorherige Trainer wollte den haben, jetzt der jetzige Trainer, ja, jetzt ist dann der Vorfall in der Kabine gewesen, beziehungsweise in der Trainerkabine, ja, wo Turgay dann gesagt hat, bla bla bla, ne, was dem Trainer nicht gepasst hat, die Türken sind halt sehr, sehr nachtragend, ego-getrieben, ne, so, das muss man einfach sagen und das macht halt den Unterschied aus. Und da glaube ich einfach, das Momentum ist nicht perfekt genutzt worden. Also Leihgeschäft war immer sehr, sehr schwer. Nicht in der Situation, in der du gewesen bist, mit 9 Toren, 4 Vorlagen als Sechser. So, da muss man, sag ich mal, die Basis schaffen, wie wir mal in einem anderen Thema, ne, Beispiel hatten, so mit dem Thema mit den Jungs aus der U17. Ja, genau. So, sie haben mit alle gerade ein sehr, sehr starkes Momentum. Ja. Ja, und da gibt es ja ein deutsches Sprichwort, das heißt, ja, man muss die Brötchen verkaufen, solange sie warm sind. Ja, und das ist einfach so. Wenn das in dem Moment da ist, das Top-Momentum, da musst du das Maximum rausschlagen, weil dann bringst du auch den Verein in die Bredouille, dass die das müssen. Ja, weil die die sind unter Zugzwang dann. Wir haben jetzt den Tourguy verpflichtet, wir haben für den jetzt 1 Million bezahlt, weißt du, so dass das so fundiert ist, das Interesse, dass das so stark ist, dass du sagst, okay, die haben das gemacht, 1 Million Ablöse, die haben mir mein Gehalt gezahlt, was geisteskrank ist. Die haben das und das auch erfüllt. Die wollen mich unbedingt. Der muss spielen. Mit diesem Vertragskonstrukt, das alles dann vorhanden ist, der muss spielen. Egal was passiert, wir müssen ihn fördern, weil der wird der nächste Spieler sein, den wir dahin bringen wollen, dass er 5 oder 10 Millionen kostet für einen der Top-3-Clubs in Türkei. Das muss das Ziel sein von einem Club wie Kasımpaşa, wenn sie dich verpflichten. Wenn das nicht der Fall ist und kein Verein kommt, der das machen will oder wollte, dann kein Problem. Dann bleib.
Dann bleib und perform noch ein Jahr. Das ist halt das, wovor alle immer so Schiss haben. Mhm. Die haben Schiss nach einem Jahr, wo die performt haben, wo dann die Erwartungshaltung größer wird, dass sie sagen, oh, scheiße, jetzt erwarten die Leute mehr von mir. Werde ich diesen Erwartungen gerecht? Was ist, wenn nicht? Du hast Eier, Mann. Du hast, bist ein Typ, das ist mir scheißegal. Ihr werdet sehen. Ich habe letztes Jahr 9 Tore, 4 Vorlagen. Diese Saison werde ich mindestens 10 Tore und 5 Vorlagen. Ja. Das ist mein Anspruch. Egal, was ihr erzählt. So, wenn es um Fußball geht, um einen Mann, der Cojones hat, ja, da gibt es immer nur einen, den man nennen kann. Das ist Cristiano Ronaldo. Ja, als der gesagt hat, hier, wo die den mit Atletico, ja, da wird ja auch so gesagt, ey, das ist so das Spiel des Jahrhunderts gewesen, so von ihm, was dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt hat, mhm, so von der impulsivsten und beeindruckendsten Leistung, die ein Spieler, ein Profifußballer liefern kann. Die gehen sang- und klanglos unter in Madrid, die lachen den aus, Cristiano, und der sagt, was denn, ich habe 5-mal den Pokal gewonnen und ihr? 0. Erste Sache. Zweite Sache, der hat einen riesen Maul gehabt. Ey, was denn? Ihr werdet sehen, kommt mal nach Turin, ich zeige euch. Der hat die alleine hops genommen. Ja. Der hat die einfach 3-0 nach Hause geschickt und auf Wiedersehen. Und alle sind mit so einer Kinnlade nach Hause gefahren. Ja, und der hat die sowas von hops genommen. Und das muss man sagen, ne, viele haben großes Maul, aber keiner kann das am Ende auch behaupten. Ja, keiner sagt, lässt Taten sprechen. Ja, keiner lässt Taten sprechen. Das hätte ich dir sehr, sehr krass zugetraut, dass du dann diese 9 Tore, 4 Vorlagen bestätigst. Oder sogar toppst. Oder toppst, auf jeden Fall. Und das hätte dich in eine andere Situation gebracht, weil die Vereine sehen, okay, fuck, 2 Jahre hintereinander, dieses Niveau, boah, als Sechser, wow, was geht hier ab? Entweder, nicht mal Türkei, Super League. Es wäre in Deutschland mindestens ein guter Zweitligist auf dich aufmerksam geworden. Das ist meine Überzeugung von dem Ganzen. Aber hätte, wäre, aber, ne, haben wir schon mal gehabt, so, wissen wir nicht. Ja. Lieber jetzt darauf fokussieren, dass das genau wieder dahin kommt. Vom Mindset her, diese, wie du hast ja eben gesagt, kleines Loch, so ein bisschen, nicht depressive Phase, aber lustlos. So, weil natürlich so ein Tiefschlag auch wehtut. Jeder verarbeitet ihn anders. Manchen Fußballern bricht es das Genick. Jetzt hast du es in der Hand. Ja, du bist ja nicht irgendwo in so einer ganz schlechten Situation. Du spielst Österreich-Bundesliga. Ihr habt jetzt eine Vorbereitung vor euch, die geht nicht lange. 2-3 Wochen, wenn überhaupt, höchstens. Winter ist immer schön knackig. Und dann geht es schon wieder weiter. So, und da musst du abliefern. Ganz einfach. Und das traue ich dir zu. Und dann können die da draußen sehr, sehr gespannt sein. Ja, das war noch nicht alles. Also, ob jetzt Super League oder egal wo, da wird noch einiges Interessantes kommen, da könnt ihr sehr gespannt sein, weil, ja, wie sagt man so schön, was sich nicht umbringt, macht uns nur härter. Ja, und das hat dich definitiv härter gebracht, weil du wirst aus dieser Zeit sehr viel gelernt haben, sehr viel mitgenommen haben, und diese Fehler werden dir nicht nochmal passieren. Und wenn dich einer, ja, wie bei hier Jet Li, unleashed, ne, wenn die das Halsband wegmachen, ja, genau. So, das muss in dein Kopf, diese Mindset, weil dann bist du unbesiegbar. Ja, schon, aber wie gesagt, ne, ich bin ja, man sagt dann immer, ja, der hat jetzt klar im Football performt, dann hat er ein schlechtes Jahr gehabt. Aber viele, zum Beispiel, du hast ja mit Verein gesprochen und alles, viele sagen dann, ja, aber jetzt läuft es ja nicht bei dem und so. Aber dann denke ich mir so, wenn es bei ihm jetzt so laufen würde wie dem Jahr davor in Klagenfurt, dann würden wir da gar nicht mit euch telefonieren. Also ihr müsst doch auch, dürft ja nicht immer die aktuelle Situation nehmen. Schaut doch mal die letzten Jahre an, was er für Statistik geliefert hat. Ja. Und das ist immer das Problem in Deutschland. Du wirst dann immer nur auf diese schlechte Jahre reduziert. Genau, ne? Genau, das ist das. Und das ist auch, was mich mega abfuckt. Das ist echt so ein, das fuckt mich im Fußball einfach ab. Ja. Du hast die Jahre davor wirklich gute Statistik gemacht, hast dir den Arsch aufgerissen, da hast du einfach mal ein schlechtes Jahr drin. Genau. Was? Ja, aber geht doch das Risiko. Ist ja nicht mal ein Risiko. Hol ihn doch. Ja, er hat es ja schon gezeigt. Also du hast ja schon gezeigt, dass du es kannst, ne? Nein, genau. Nein, sehe ich anders. Ja, gönnt dir keiner. Habe ich eben noch ein Telefonat gehabt. Ja. Es gönnt dir keiner einen schwachen Moment. Punkt. Fertig. Und bei dir nochmal andere Sache. Du bist unbequem. Du bist ein Typ. Du machst auch deinen Mund auf. Wenn du nicht spielst, sitzt du in der Kabine und sitzt so und guckst den Trainer an, so, ey, ich schlag den gleich tot. Aber ganz, ich sag dir ehrlich, ja, ich habe lieber so, sage ich, ich war ja selber auch lange Trainer, auch nur im Amateurbereich, aber ich habe lieber diese Spieler, wenn du denen ins Gesicht guckst und siehst, ey, der hätte
Der hätte alles jetzt dafür gegeben, der zu spielen. Anstatt einer, der dann rausläuft, pfeifend, lachend und sitzt auf der Bank und keine Ahnung. Ich glaube, das sagst du jetzt, wenn du nicht in der Profiblatt bist. Ich glaube, mein Trainer, jeder Trainer oder jetzt mein jetziger Trainer, der fuckt mich mega ab, wenn er mich auf der Bank sitzt und sieht, Alter, was ist mit dem los, wenn ich den sehe, da kriege ich das Kotzen, glaube ich. So. Trainerkrankheit, Fakt, klar. Das ist so, weil ich bin wirklich, ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch sehr, sehr ehrlich, ich bin sehr, sehr unangenehm, wenn ich nicht spiele, wirklich, ich bin so abgefuckt, ich hinterfrage dann alles, ich denke mir so, Alter, bin ich schlechter als die, die gerade spielt? So ticke ich dann, ich denke mir so, warum spiele ich nicht? Ich muss spielen, denke ich mir immer. Und das ist so ein Problem, was ich habe und das kriege ich auch nicht abgestellt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, aber das ist auch geil, also man muss sich überlegen, was man haben will. Willst du halt Schwiegersöhne? Ja, oder Gangster? Ja, die Mischung. Ja, genau. Die Mischung ist entscheidend. So. Es halt kommt auch immer auf den Trainer an, ob der halt auch mit so schweren Charakteren umgehen kann. Ne? Das wird ja auch Ten Hag oft nachgesagt. Da hat er in Ajax seine Azubis da. Seine, ja, Zlatan sagt das. Ja, hat seine. Zlatan ist der Babamann. Fertig. Was der sagt, Gesetz. Ne? Der sagt, Zlatan, der hat da seine Schuljugend trainiert. Jetzt kommt er nach ManU, jetzt hat Fakt. Er Superstars, hat einen Cristiano Ronaldo und bencht den einfach. Ja, das ist... Also, du kannst auch einen Cristiano Ronaldo, egal wie schlecht der performt, den kannst du nicht auf die Bank setzen. Wo hat er denn schlecht performt? Der hat doch Buden ohne Ende gemacht. Ja, der hat den ja nachher gebencht. Aus irgendeinem Grund muss er den gebencht haben. Warum? Weil der beim Aufwärmen, weil der gesehen hat, okay, ich werde nicht eingewechselt, ist er in die Kabine gegangen. Ja, bitte, aber das machst du nicht mit Cristiano Ronaldo. Ist ja, das ist ja genau das, was ich sage. Das genau, okay, hängt davon ab, wer bist du? Ja. Wer, nur so wer bist du? Genau, bist Sancho du, kann das jetzt nicht bringen. Also, nee, ich sag, wer bist du als Trainer? Bist du ein Erik Ten Hag? Bitte, tu mir einen Gefallen, geh mal weg, ja. So, egal, wer, so, was für Ten Hag, Mann. So, die sind gerade, wenn Newcastle ihr Nachholspiel gewinnt, ein Spiel weniger, dann sind die Achter oder sowas, Man United. Für ManU-Ansprüche ist das unterirdisch. Ja. Aber wenn, weiß ich nicht, ein Jose Mourinho wird mit so einem Spieler sowas niemals machen. Ja, Ancelotti auch nicht. Das gibt's einfach nicht, weil das auch, sag ich mal, eine Respekt. Gewisse Sache Anstand ist. Genau. So, aber der wollte so ein Statement setzen, so, ja, ich bin der Boss. Das ist auch so ein Trainer, der sagt, nee, nicht meine Spieler haben gewonnen, meine Taktik hat gewonnen. Tut mir gefallen. So, und das ist genau das, was du eben gesagt hast, deswegen feiere ich dann auch so Typen wie diesen Assistent von Glasner, wer ist der nochmal? Brunnmeier. Ja, Ronny. So, weil, okay, du wirst auch einen Schritt auf ihn zugemacht haben, aber er wird auch Schritte auf dich zugemacht haben. So, jeder hat irgendwo gesagt, okay, ich muss mich vielleicht hier ein bisschen verändern. Und er jeder hat was gegeben, bisschen, muss sich ein bisschen dir gegenüber verändern. Aber dieses, wie kannst du so respektlos sein? Und der kann ja gar nicht mit Stars umgehen, ne? Ten Hag. Also Jadon Sancho rasiert, so der für Rashford auch sehr ganz viel schwer Geld Stand kommt. So alle den. Irgendwie kommen da nicht zurecht. Ein Maguire, okay, der mag so kritisiert werden ohne Ende, ne? Der ist schon so, das sind schon geile Memes, ne, die da kommen, ne? Das ist schon lustig. Geilste Videos, wo die den De Gea anspielen, der guckt nach rechts, da steht Maguire, der dreht ab und flankt den Ball ins Aus. Ja, es gibt so Passvideos von dem, die sind legendär. So, der läuft ja auch einfach mal Mitspieler im 16er um. Das gibt's ja auch. Der hat einfach mal gejubelt, als Gegner Tor gemacht hat. Hat er gemerkt, so, oh, scheiße, war der Gegner. Ja, aber guck mal, ne, das sind so Sachen. Aber eins ist Fakt, ne, der Typ, weiß ich nicht, so, wenn du dem seine Aufgabe gibst, der fliegt durch eine Telefonzelle, wenn es sein muss. Ja. So mit dem Kopf, ne, und köpft das Ding dann raus. Und also gegen den Spielen, als Offensivspieler hätte ich auch keinen Bock. Ja, so, der Fußballspielen ist nicht seine Stärke, der ist kein Aufbauspieler. Ja. Aber zerstören, Zweikämpfe gewinnen, das kann der. Ja, der so, war ja maßgeblich dran beteiligt, ne, an dem Meistertitel von Leicester. Ja, so der Typ hat Qualitäten, aber Fußballspielen zählt nicht dazu. Auch wenn du als Fußballspieler... Also wenn du einen Innenverteidiger haben willst, der das Spiel eröffnet, ist das nicht dein Go-To-Guy. Ja, so, auf den kannst du auf jeden Fall immer unter Druck setzen. Weil sobald das ist der, Pressing-Opfer. Aber wir reden gerade über einen Spieler von Man United, überleg dir das mal. Ja, krass. Das ist schon krass. Aber ich sag ja, der hat so viele Spieler respektlos behandelt als Trainer. Auch Raphael Varane, der spielt da ja überhaupt gar keine Rolle. Der hatte dreimal die Champions League mit Real Madrid gewonnen. Du nur kannst mir doch nicht sagen, dass er nach England kommt und uns Fußballspielen verlernt. Nur dreimal? Viermal. Du weißt, ich recherchiere. Das ist Sven, das kann ich doch nicht stehen lassen. Ja, doch, ich glaube, die ersten Male unter den Raphael war noch Varane, mit der hat die öfter gewonnen, glaube ich. Ja, drei oder max viermal, aber nicht fünfmal. Raphael van Asche. Oder warte mal, mit Groß. Raphael. Ich glaube, der hat die öfter gewonnen. Aber egal, unabhängig davon, wir reden davon, der ist 30 Jahre alt, das ist ein Top-IV. Ja. Und der Typ ist einfach am Natzen die ganze Zeit. Ja, der Evans spielt doch jetzt die ganze Zeit schon wieder.
Evans? Der Evans, ja. Kenn ich, ich kenne von Man United kaum Spieler. Von diesem Film hier, wer sind die Evans? Viermal hat er die Champions League gewonnen. Viermal habe ich mich. Fake News. Ich habe danach hab ich revidiert, habe ja, gesagt, drei oder viermal. Ja, siehst du, dreimal hast du erst gesagt. Ja, voll, dann habe ich mich revidiert. Wo sind wir jetzt abgedriftet eigentlich? Wie sind wir jetzt auf Ten Hag gekommen? Du hast Props an Ronny gegeben. Genau. Dass die beiden einen Schritt aufeinander zugemacht haben, auch dass beide ein bisschen was gegeben haben, und damit die sich annähern. Typ und sowas. Ja, genau. Und das, ich kann das nicht leiden, wenn Trainer so sind, dass irgendwie sie sagen, ja, meine Taktik, ich bin der GOAT und keine Ahnung was. Wir haben wegen mir gewonnen. Ja, so, ja. Das gefällt mir nicht. Und das musst du auch als Trainer, du musst ein Händchen dafür haben und du brauchst einfach einen Spieler, der Eier hat. Wenn du kannst du von den Spielern auch dann nicht erwarten, dass die dann dir das zurückgeben. Ja. Dass du dann in der schweren Situation, geiles Beispiel, ich habe mir diese Bayern-Doku geguckt, hier Generation Wembley. Mhm. So, und da hast du auch Typen dabei gehabt, aber selbst die haben gesagt, oh, der Kackstift, der war schon ganz, ganz nah am Malen. So, der war schon unterwegs. So, das war aber die dicke Seite vom Filzstift. Ja, ja, dünne. Ja, diese, so Edding, so diese ganz, ganz dicke, so Dings, wo du direkt so einmal so alles versaut. Das ganze Blatt verfällt. Das ganze Blatt ist kaputt. Nein, ich sag, du brauchst Spieler, die einfach Eier haben. Effenberg-Style. Ja, genau. Im Champions League-Finale. Die auch vorangehen, wenn es ungemütlich wird. Im Champions League-Finale sich hinstellen und sagen: Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, gib ihn mir. Genau. Boah, Junge. Aber das kannst du doch nicht von demjenigen erwarten, der immer so in der Ecke ist. So, ja, Trainer, okay, Amen. Gerade in dem Spiel kackt er sich auch rein und ist weg. Ich habe mit vielen Spielern zusammengespielt. Nicht jetzt in der. Also, nicht in vielen Mannschaften, ich habe ja in vielen Mannschaften gespielt, wo ich echt nur solche Leute hatte, die immer gesagt haben, ja Trainer, ich spiele den Ball dahin, du willst ihn, dass ich dahin spiele. Ich weiß eine bessere Aktion bei Peter Parkholt, ne? Vor 2 Jahren, wir haben ein Spiel in Alltag, ich habe ein geiles Spiel bis dahin gemacht, wirklich. Ich gewinne, ich habe ein Laufduell, so den hier Innenverteidiger hat den Ball, will wieder zum Torwart zurücktrippeln, ich kretsche ihn so ab, unser Stürmer Pink steht ganz allein im 16er, ne? Aber ich hatte im Kopf, weißt du, kennst du das? Du hast im Kopf, während du die also ich kretsch den Ball so ab. Das ist so wie bei Kickers, dann ist auf einmal alles Zeitlupe und nur, dein Kopf läuft in Echtzeit. Was du als nächstes machst, hast du im Kopf, ne? Und ich habe in meiner Wahrnehmung wahrgenommen, dass der Torwart weit draußen steht. Ich Ecke vom 16er, also Kante vom 16er, ich will den Ball so chippen über den Torwart. Wäre der Reingang geisteskrankes Tor. Und in der Mitte steht, ich muss nur querspielen, so, er macht das 2-0. Und ich chippe den Torwart, den Fitchel lässig in die Hand, so. Und ich schön in nur, die Arme gelupft. Ja, und ich höre nur von außen, wie er gegen die Bande haut. Bam! Turki! Und dann, ich höre nur den nächsten Namen, Hütti, der dann für mich eingewechselt wurde. Nächste Aktion, ich wurde ausgewechselt. Scheiße. Kennst du das aber, du hast in der Aktion schon die Folgeaktion und so war das, Alter. Aber wenn der reingegangen wäre, der geisteskrank. Der wäre geil gekommen. Wenn der reingeht, dann wäre überragend. Aber guck, klar, man sieht jetzt wieder das Negative, aber wenn du den Ball da gar nicht abgerätst, kommt es gar nicht zu dieser Chance. So habe ich es ja auch gesehen. Ne? Und auch dein Assist, du hast doch selber die Vorlage geliefert. Sagst du, ey, Park, und sei mal leise, Mann, Alter. Was denn? Ne? Ich habe mir den Ball selber zugespielt, Doppelpass alleine. Lass mich geschafft. Doch einfach auch mal abschließen. Ja, aber ich kann es verstehen. Wie ist das Spiel ausgegangen, Torge? Wir haben 4-1 gewonnen. Ah, okay. Also, 4-0 gewonnen, glaube ich. Aber zu dem Zeitpunkt stand es nur 1-0. Ja. Und da kann ich ihn verstehen. Muss ich sagen, kann ich verstehen. War ein Lernprozess, ich habe danach nie wieder gechippt. Ja. Geil. Aber das muss man sich jetzt gerade mal vor. Hast du 6 gespielt in dem Spiel? In dem Spiel habe ich auf der 8 gespielt. Aber auch auf der 8, wenn man sich das jetzt positionstechnisch mal vorstellt, so 6 im gegnerischen Ballbesitz, so im Halbkreis. Ja. Und 8er so 7-8 Meter seitlich versetzt und du grätst den Ball an der 16er Kante ab. Ja, Mann. Ey. Geil. Boah, ich wüsste, der Reingang wäre Tor des Monats geworden. Ja, das sind ja, nur so können ja auch Tore des Monats entstehen, wenn du die Dinge nicht versuchst. Hätte Zlatan an der Mittellinie kein Fallrückzieher versucht, wäre dieses Tor niemals entstanden. Ja, so, dafür brauchst du einfach auch Eier. Ja, aber es gibt ja dann nur Trainer, die sagen, okay, der hat eine Idee gehabt, ich feiere die Idee. Oder es gibt dann auch Trainer, wie zum Beispiel mein Trainer jetzt und sagt, das lasse ich ihn nicht durchgehen. Ja, wenn das nicht klappt und das Ding geht nicht rein, bitter. Ne, dann gibt es... Ja, ja, aber es gibt ja dann so Trainer, ja, die sagen, absolut. Okay, der hat eine Idee. Ja, manche sagen, ich habe die Idee auch gesehen. Geil abgegrätscht, Mann, da hinten. So, ja, hättest du auch mal sagen können. Oder der sieht die Idee dahinter und sagt,
die Idee hätte ich auch gehabt, aber ich hätte vielleicht besser ausgeführt. Ja. Aber er sieht die Idee dahinter, weißt du? Genau. Und dann gibt es natürlich auch Trainer, wie mein jetziger Trainer. Die sehen dann nur den freien Stürmer. Ne? Ich habe aus der Situation auch gelernt und direkt runter. Am 59. war es, glaube ich. Also ich sag dir ehrlich, ich hätte es Weltklasse gefunden, wenn er dich zur Seite gewunken hätte, gesagt, du, ey, komm her, mach doch Rabona. Mach doch wenigstens so. Mach doch Rabona so. Der wäre reingegangen, safe, weil Körperhaltung ein bisschen hinten, Torwart da so. Oder geh doch 1-gegen-1 und tunnel den doch einfach oder so. Boah, ich muss mal gucken, ob ich die Aktion noch auf dem Handy habe oder ich finde die auf jeden Fall, der ich unterstürme. Ich habe mir die dann im Nachhinein angeguckt. Ich denke mir so, Torge, was hast du da gemacht? Ey, danach habe ich mir echt gedacht, Alter, war das schlecht, Mann. Und der Torwart war gar nicht so weit draußen. Der war schon, hätte ich ihn wirklich hochgelegt. Der stand einfach auf der Torlinie. Oh, ey, und der ist aus. Nee. Und dann, ich wusste schon, okay, Torge, das war deine letzte Aktion. Das war die letzte Aktion. Torge, geh schon mal Richtung Außenlinie. Ja, aber guck mal, das ist ja auch wiederum eine Eigenschaft, die man mitbringen muss, dass man das dann auch reflektiert, selber sieht, sagt, boah, fuck, Torge, ey, was hast du eigentlich da gemacht? Ja, das war... Nicht das Gelbe vom Ei, die Auswechslung ist leider Gottes, auch wenn die wehtut, berechtigt. Ja, das habe ich auch direkt so gesehen. Klar, Sagen wir nachvollziehbar. Nicht berechtigt, sondern nachvollziehbar. Ja, nachvollziehbar, weil berechtigt ist, wenn du einen Spieler hast, der Eier hat und das zeigt, dann ist das nicht verwerflich. Dann habe ich auch gesagt, ich habe dir danach auch eingesehen. Ich habe gesagt, klar, ich war danach mega angepisst nach der Auswechslung. Ich schwöre es ja, ich bin duschen gegangen, ohne was zu essen. Ich bin in den Bus gegangen und habe mich abgefuckt. Dann kam noch der damalige Sportchef zu mir. Wie hieß er? Kenn ich. Nicht Imhoff, sondern da von Ingolstadt. Sag schon, mit dem du auch geredet hast. Boah, sag schon. Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Oh, wie hieß der? Ich bin da raus. Harald Gärtner, genau. Ja. Hat gesagt, so, Turgay, du hast ein gutes Spiel gemacht. Aber ich will so ein Gesicht nicht sehen, wenn wir gewinnen. Ja, gewinnen cool, finde ich gut. Ist richtig. Ja. Sehe ich auch so. Okay, Harald, du hast recht. Aber trotzdem, ich wollte nicht ausgewechselt werden, habe ich gesagt. Ja, ist auch okay. Ne? Über sowas kann man da reden, aber ich glaube, das war auch einer, der damit umgehen konnte. Ja, ich glaube auch, dass ich habe ihn jetzt nicht lange gehabt. Ich habe ihn ein Jahr kennengelernt und ich glaube auch, dass er schon oft so... Den Herrn Packholt? Den Gärtner. Gärtner. Ah, Gärtner. Der hatte, glaube ich, schon öfter so mal mit so speziellen Typen zu tun. Ah, gerade wenn man so länger im Geschäft ist, glaube ich, hat man so einige Jungs mit Ecken, Kanten. Habe ich positive Erfahrungen mitgemacht. Hab einen Spieler nach Klagenfurt gebracht. Das weißt du gar nicht. Doch, na klar, Colin Kwaner. Ja, okay, dann doch. Mit Harald. Aber der Colin hat dann nach einem Monat und Respekt, ganz ehrlich gesagt, so... Ich fühle das nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kriege mich nicht für diese 100% abzurufen, kriege ich mich nicht aufgerafft. Aber war das so gegen Ende von Collins Karriere? Ja, der hat ja, nicht mal mit 30 die Karriere beendet. Boah, krass. Also er hat sehr früh beendet, hat gesagt, ich fühle das einfach nicht mehr. Mhm. Und Respekt. Also wenn jemand hinkommt und sagt, ja, ich kann nicht 110% geben, ich bin nicht bereit, bin nicht dazu imstande, ich möchte eure Kapazität nicht... fressen, weil ich weiß ja, was ihr auch ungefähr in Klagenfurt verdient, aber du das ja auch mal gesagt hast, aber auch, weil ich weiß, so wie das Limit ist und der Colin ist schon vertraglich ans Limit gegangen oder vielleicht sogar war am Limit, was der verdient hat, so und da muss man auch sagen, andere sagen sich vielleicht, ach scheiß drauf, ich sitze das ab, ja. Ich nehme die Kohle mit, scheißegal, also der kam ganz ehrlich, sagt so, ey, ich kann nicht. Aber ich glaube auch, das machen nur Spieler, die dann wirklich sagen, okay, ich bin durch und der Colin hat in England gespielt. Ja, ich weiß. Huddersfield. Ich weiß. Ich kann einfach sagen, ich glaube, ein anderer in seiner Situation. Ja, wenn du Not. Ja. Aber in der, okay, da kann man dann auch so sagen, vielleicht ein anderer in seiner Situation, dann hättest du die Kondition nicht rausgeholt, wie bei Colin jetzt. Nein. Mit der Vita nicht, aber der hat schon, den Vertrag haben wir auch gemacht in England. Also der hat schon. Ganz gut verdient. Deshalb kann man dann auch sagen. Kann man das auch machen, aber. Genau. Ja, sag mal, unabhängig davon, ein Spieler weiß ja, seine Karriere geht nicht unbegrenzt. So ja, A, genau. Die schon sehr früh zu beenden. Ja. Respekt, wenn du sagst, ich fühle es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Das ist halt meine Frage, die mich brennend interessiert. Du hast alles dafür getan, um in diese Branche zu kommen, in diesem Profifußball. Ja. Wie war das Gefühl, als du angekommen bist? Wo jetzt? Egal, im Profifußball. Auf einmal egal, so bei Linz, egal, so da, wo du gesagt hast. Da habe ich noch Hunger auf mehr bekommen. In Linz war ja Profi, Vollprofi, dann. Klagenfurt, dann ist ja die Meisterschaft gekommen und dann war klar, ich werde in die Bundesliga gehen.
Da habe ich Hunger auf mehr gekriegt. Ich habe gesagt, Bundesliga Österreich ist nicht meine Endstation. Und da habe ich mich nochmal mehr motiviert. Ja, und dann, wo ich nach Türkei gegangen bin, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich in dem Rad drin. Jetzt geht's los mit ganz dicken Batzen verdienen. Und du weißt ja auch selber, was man in der Türkei verdient. Und da habe ich gesagt, ja, Mann, jetzt bin ich da, wofür ich jahrelang mit Chris gearbeitet habe, worauf wir hingearbeitet haben. Hast du deinen Traum erfüllt? Ja, Mann. Ja, muss man jetzt nicht sagen, aber ist echt so. Ich weiß ja, was es. Und das sind dann Dinge, du konntest dir dann materielle Dinge kaufen, wo du gesagt hast, das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Ja, ist auch so, ist auch eine schöne Sache. Ja. Wenn man gutes Geld verdient und sagt, natürlich, ich kann mir jetzt kann man sich aber was gönnen. Ich kann mir jetzt meinen Traum erfüllen. Genau. Ich möchte gerne eine schöne Rolex für mich und für meine Frau holen, weil das einfach für uns ein Zeichen ist, so wir sagen, okay, das haben wir uns verdient. Genau. Das ist eine Anerkennung für den harten Weg, den wir gegangen sind. Genau, ist nichts verwerflich dran. Aber ich sag mal so, es gibt ja auch viele, die dann mit dem Geld nicht umgehen können, die auf einmal, sagen wir mal, 30.000 Euro auf dem Konto haben und damit nicht umgehen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich zum Glück, was finanzielle Bildung angeht, ich würde nicht perfekt aufgestellt, aber gut aufgestellt und keine Chance, dass ich das Geld, was ich da verdient habe, annähernd einmal in einem Monat ausgegeben habe. Nicht annähernd. Ich habe sogar geschaut, dass ich so wenig wie es geht ausgebe und den größten Teil dann an Seite lege. Und da habe ich auch eine Frau, die da. Es gibt ja auch natürlich bestimmt auch bestimmte Frauen, die das dann ausnutzen. Und meine Frau ist null materiell, muss man einfach wichtig, mal so sagen. Stark. Und ja, ich habe viel, viel gespart von dem Geld. Klar hat man, wie du sagst, eine Uhr gekauft, in andere Dinge investiert. Wir haben ein Haus in der Türkei gekauft. Das sind so Dinge, das sind ja auch Investitionen in die Zukunft. Ja, wo in der Türkei? Da, wo meine Familie wohnt, da haben wir ein Haus. Wo ist das? Direkt am Meer. Schönes? Ja, kann ich dir gleich mal auf Bildern zeigen. Sven weiß Bescheid. Wie viel Zimmer? Naja, es reicht. So, wenn da nur eine Couch ist, so kein Problem. Wir sind eh nur am Strand. Genau. Nächster Sommerurlaub ist, sag Bescheid, Toga, legst die Schlüssel unter die Matte. Gerne, auf jeden Fall. Wenn es nicht zu dem Zeitpunkt vermietet ist. Na, ja, ist gut. Aber wie du schon sagst, ist ja auch so weitreichend gedacht. Ne? Genau. Du kannst, wenn du sagst, Karriere beendet, ich gehe dahin, ein halbes Jahr immer, wenn es hier kalt wird, kannst du da leben, ja, kannst hier leben, kannst dir dann aussuchen. Und wie du sagst, du bist finanziell gut gebildet oder weitestgehend gut gebildet, dass du sagst, nicht wie, keine Ahnung, 95% der Profis sind auf einmal broke nach 5 Jahren, haben keinen Cent mehr auf dem Konto. Ich habe es ja gesagt einmal, ne, in einem anderen Podcast, in dem ich gewesen bin, haben einen Spieler betreut, der hat so ein Vertragsvolumen von 1,8 Millionen brutto gehabt. Ja, der hat nichts. Oh, das ist Wahnsinn. Also nichts, ne? Also kein Eigentum, kein Wert, kein Dings, gar nichts. Oh, null. So wie Konsum. Ja, das sind dann dieses Denken, ich verdiene gutes Geld, nächstes Monat kommt eh wieder gutes Geld. Genau, genau. Das bleibt ewig so. Ja, und auf einmal sind die Ausgaben höher als die Einnahmen und das ist das Problem. Ja, und dann hast du am Ende gar nichts. Ja, oder bist sogar im Minus, ne? Ja, und das macht ja viele Jungs, viele Fußballer kaputt. Ja, und das, also ich habe auch zu meiner Frau gesagt, ich werde nach meiner Karriere nicht für irgendjemanden arbeiten. Das ist nicht mein Ziel. Ich will finanziell unabhängig sein. Darauf arbeiten wir hin. Darauf. Stark, gutes Mal. Auch das geht ein geiles Mindset bei dir, geil. Das ist so, wo ich sage, ich will nach meiner Karriere einfach ein schönes Leben haben. Klar, meine Frau und ich, wir planen, einen Café aufzumachen. Das ist so, ich will vielleicht nicht Fußballschule aufmachen. Das sind so Dinge, die so nach der Karriere mein Plan sind. Aber ich möchte nicht nach meiner Karriere dann dastehen und dann erzählen zu anderen Leuten oder zu meinen Mitarbeitern, nur mal angenommen, wenn ich irgendwo arbeiten müsste und sagen, hätte ich das mal besser gemacht. Wie sieht es denn aus mit einem 3H-Filiale in der Türkei? Wenn der Roman ein gutes Angebot macht? Ich glaube, da können wir da gutes, können wir reden. Ein gutes Wort für einlegen. Also allgemein glaube ich auch hier so Business-Technik. Business-technisch hast du schon ein sehr gutes Umfeld, in dem du dich gerade befindest, wo du auch sehr viele Tipps und Ratschläge auch bekommen kannst. Ja. Am Ende muss man sie einfach umsetzen können. Ja, ich sag mal so, daran soll es nicht scheitern. Ja, also Omar wird da sicherlich eine gute Lösung finden, ne, wenn da Turgay bereit ist, einen 3H-Store zu öffnen. Aber erstmal hast du noch einige Jahre erfolgreiche Karrierejahre vor dir. Ja, in denen du deine Ziele hast, die du erreichen möchtest. Wir sind jetzt diese
Kooperation, diese Zusammenarbeit auch nicht eingegangen, weil wir gesagt haben, ja, einfach ratzfatz irgendwo von A nach B bringen und gucken, scheiß drauf, egal wie die Reise weitergeht. Schon das, was damals angerissen worden ist, also glaube ich immer noch fest daran, dass der Weg noch nicht vorbei ist, dass auch der Weg vielleicht in die türkische Nationalmannschaft noch schwieriger geworden ist, aber schwierig war noch nie irgendwie für dich ein Signal zu sagen, ja, dass es dich irgendwie in deiner Arbeit zurückwirft. Du sagst, okay, dann gebe ich auf und werf die Flinte ins Korn. Nur weil es schwierig ist, heißt nicht, dass man es nicht schaffen kann. Und da glaube ich und habe ich auch vollstes Vertrauen darin, dass du es schaffen kannst. Von daher weiter Gas geben. Das, was du beeinflussen kannst, zu machen. Kein Opfer sein. Bist du eh nicht der Typ für. Ja, diese Geilheit, diese Gier wieder zu entwickeln, deine Statistik abzurufen. Jetzt, wenn es drauf ankommt. In der zweiten Saisonhälfte, weil du warst noch nie in dieser Pole-Position, in der du gewesen bist. Ne? Klar, nach deinem Linz-Jahr bist du nach Klagenfurt gegangen, aber da wusste ja keiner, was sie an dir haben. Ja, ja. So, aber wenn du jetzt in dieser Verfassung, Mindset, allem drum und dran, körperlich, das performst, was du in deinem ersten Jahr in Klagenfurt hattest, aber das 6 Monate vor Vertragsende, die Vereine werden sich die Finger nach dir lecken. 100%. Mit dem richtigen, sag ich mal, Timing, Geduld. Okay, der richtige Club, der kommt, wenn einer dabei ist, der sagt, ey, pff, das ist es für mich. Ja, das kann sein. Der Rest wird schon kommen von deinem Kopf her. Das wirst du abliefern, egal wo. Da muss nur ein Club dabei sein, der die Eier hat, zu sagen, okay, komm, lass uns Torgeil holen. Trau ich dir blind zu. Also Zweitligist, Top-Drittligist, ohne Probleme. Ja schon, also ich würde sagen, klar, ich bin immer so der Meinung, dass ich sage, Österreich, Bundesliga ist immer höher angesehen als Deutschland, dritte Liga. Aber klar, ich würde liebend gern in Deutschland spielen, das ist mein Ziel auch für die Zukunft. Oder eben da, müssen wir auch ehrlich sein, wo es entweder nochmal in die Türkei, wo, wenn ich wirklich nochmal auf meine Statistik kommen sollte, woran ich auch fest glaube, ist, wäre es natürlich eine Option oder... Woanders ist ja, muss ja nicht in der Türkei sein. Es gibt viele Länder, die guten Fußball spielen. Ja, ich hab. Und ja, aber mein Ziel ist schon sehr, sehr gern, dass ich wieder Richtung Familie gehen würde, weil jetzt in der Zeit, wo ich jetzt frei habe, merke ich das schon, wie sehr das an einem nagt, wenn man die Familie nicht gerade oft sieht. Ne? Also man darf auch nicht vergessen, ich bin, seitdem ich 12 Jahre bin, ja, bin ich von zu Hause raus. Und immer nur die Familie 2-mal im Jahr zu sehen, das ist. Das ist schon hart und die Familie, die Eltern werden auch nicht jünger, ne? Die werden älter. Und deshalb ist das schon ein größeres Ziel von mir, wieder in die Heimat zu kommen und ja. Heimat ist Dresden. Ostdeutschland. Ist ein Ossi oder was? Ja, normal. Wir haben sonst ja noch einen anderen Ossi hier sitzen, ne? Der ja, Kader ist ja auch ein halber Ossi. Ja, wir haben ja hier dann hochwertigen Ersatz. Genau. Der Kader kommt ja auch aus dem Osten. Ja, seine Mutter halt kommt auch aus Dresden. Ja. Ja, ich glaube, der war zwar noch nie da. Nee. Aber der ist mehr Ossi als Algerier. 100%. Außer bei diesen Dings mit Unpünktlichkeit und ja, sowas. Genau, mit zu spät kommen, da ist er auf jeden Fall der Afrikaner. Richtiger Algerier. Ja. Echt jetzt? Ja, voll. Boah, der kann nicht pünktlich sein. Voll das ist Horror. Aber ihr wart heute auch nicht pünktlich, ne? Wollen wir so mal sagen. Das schneiden wir raus. Nee, wie schneiden wir raus? Ist doch Tatsache. Ist doch Fakt. Kennen wir doch nicht anders. Ja, aber hast du im NLZ von Dynamo Dresden gespielt? Ja, ja, ich habe 5 Jahre da gespielt. Also es war auch wirklich. Wann bist du hingegangen? Boah, ich bin früh da hingegangen. Ich weiß noch, am Anfang haben die mich immer aus Riesa abgeholt mit dem Bus, dass ich zum Training kommen kann. Fahrdienst, genau, war immer 1 Stunde, 1,5 Stunden Fahrt. Boah. Und dann haben die gesagt, das geht auf lange Zeit nicht mehr, auch allein für mich. Und dann bin ich in die Sportschule da gegangen, ins Sportinternat. Und ja, dann habe ich da gespielt und war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Wirklich. Ich hoffe, dass nochmal in der Karriere dazu kommt, dass ich nochmal bei Dresden spiele. Die haben den Kessel immer voll, ne? Wäre ja, schon das ist Wahnsinn. Dynamo, ist ein cooler Club. Ja, ja. Mann. Dritte Liga. Wer ist der Trainer? Ja. Anfang ist er noch. Ja, Markus Anfang ist Trainer. Ich muss ihn mal ist das der mit dem gefälschten Impfpass? Ja, genau. Props gehen raus an dich, Markus. Ich ruf den mal an, sag, hey, was ist los? Ich hab da jemanden. Ich habe eine Identifikationsfigur für deinen Verein. Der kann, also super Trainer, ne? Macht gute Arbeit und hat auch in Bremen gemacht. Hat auch in ja, genau, Bremen hat er gute Arbeit gemacht, hat auch in Darmstadt gute Arbeit gemacht. Ist ein Top-Trainer. Ich glaube, ist auch einer, der weiß genau die Sprache der Jungs zu sprechen. Und wer weiß, was die Zukunft bringt.
Also als dir jemand gesagt hat, mit 18, 19, als du bei Karabakh Wien gespielt hast, ja, du wirst mal in der Türkei Super League spielen und kratzt dann in der türkischen Nationalmannschaft, aber schaffst es nicht und wirst dann nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr wieder nach Hause geschickt und dann war es das, hättest du blind unterschrieben. Auf jeden Fall, safe. Also ich glaube, niemand hätte mir das damals noch zugetraut, also mit dem Wechsel dann, oder allein wenn du meine Station in Deutschland dann nach der Jugend anschaust, hätte mir, glaube ich, keiner, außer ich mir selber, das zugetraut, dass ich es schaffe. Keiner. Er kann mir reden, okay, doch, vielleicht mein damaliger Berater, muss ich wirklich sagen, mit dem bin ich wirklich durch dick und dünn gegangen. Und ja. Und deine Frau, oder? Meine Frau, die habe ich ja dann in Köln kennengelernt. Meine Frau hat auch gesagt, okay, du willst den Weg gehen? Ich unterstütze dich. Wir hatten eine Zeit lang eine Fernbeziehung gehabt. Das war auch nicht immer hart, aber sie hat gesagt, okay, ich gehe den Weg mit dir. Und ja, das ist auch, sie hat auch sehr, sehr großen Anteil an dem Erfolg, den ich hatte oder immer noch habe. Ich habe es ja trotzdem geschafft. Ich rede immer so, als hätte ich... Als hätte es eine gescheiterte Karriere. Ja, nein. Und nee, ist ja nicht so der Fall. Und ja, und natürlich auch meine Eltern, ne? Meine Mama, mein Papa, mein Bruder. Die haben alle großen Anteil, die haben mich immer unterstützt, egal wo ich nicht gegangen bin. Haben immer gesagt, du gehst, also die haben immer gesagt, von dem, wo du herkommst, was du erreicht hast, bist du jetzt schon ein Gewinner. Fakt. Wie war das denn für dich so als Türke damals in Ostdeutschland? Man hört ja immer Ostdeutschland, da gefühlt 90% rechts und wenn du da kannst du als Türke oder als, ich sag mal, wenn du schwarze Haare hast, da kannst du dich abends nirgendwo mehr blicken lassen. So wird es ja von den Medien dargestellt. War das für dich auch so oder sagst du, gar kein Problem gehabt? Also ich hatte nie so Probleme mit Rassismus oder so, aber wenn du meinen Vater fragst, der muss schon den einen oder anderen da Ohrfeigen geben, da wo mein Vater seinen Laden schöne hat. Osmanische Schelle gegeben. Ja, mein Vater musste da oft hinlangen, also da gab es, aber dass die Leute, die sehr, sehr rassistisch waren, sind so gesagt jetzt Stammkunden bei meinem Papa. Und ja, aber da habe ich schon einige Dinge mitbekommen. Aber ja, ich hatte nie die Probleme da in Ostdeutschland, aber ich glaube auch, weil ich jetzt nicht wie dieser Prototyp Türke aussehe. Meine Mama ist ja auch Deutsch, mein Papa ist Türke. Ich sehe jetzt nicht gerade aus mit schwarzen Haaren. Ja. Und ich bin ja auch gut integriert, das muss man auch sagen. Ja, ich definitiv. Bin nämlich ja jetzt nicht so wie ein Vollassi, das muss man auch sagen. Nee, das stimmt. Das kannst du dich auch immer mit Fakt. Philipp vorstellen. Genau, mein Name ist ja Name. Philipp. Ne? Das darf man Hallo, ich bin der Philipp. Genau. Hallo, Philipp hier. In Ostdeutschland sage ich dann immer, ich bin der Philipp. Ja, ach, ja, dann ist auch okay, dass du sagst, das Fasch hat schon Befürchtung, du bist ein Türke. Sag mal deinen Nachnamen. Gemicibashi. Auf Deutsch Gemicibasi. Und ja, aber es ist auch mal so ein Streitthema mit meiner Mutter gewesen, warum die mir den zweiten Namen da reingepackt hat. Du, mein Vater hat auch gesagt, das kommt nicht rein, aber da hat sich meine Mutter dann durchgesetzt. Ja, die Mütter sind, die haben Power. Ja, Mann. Die entscheiden am Ende, muss man sagen. Das so stimmt. Ehrlich müssen wir sein. Also, ja, die Mamas sind zu Hause, kümmern sich um A, B, C bis Z, um alles. Wirklich, und da glaube ich, sollte so viel Freiheit vorhanden sein. Und ach, Zweitname, Erstname, hin oder her, am Ende des Tages ist immer eine Frage auch von Selbstvertrauen. So ist es. Wie man durchs Leben geht. Ja, und dann gibt es so manche, die denken, die können mich triggern mit Philipp. Was soll ich denn sagen, Mann? Ernsthaft? Ja, bei mir ist ja auch nicht viel besser. Sven, bitte, übertreib mich, du hast Sven Müller. Nee, ich heiße Sven Werner Müller. aber das weiß doch keiner. Aber wenn ich irgendwo hingehe und ich sage, ja, hi, ich bin der Kevin. Direkt so, was für Kevin, der Mann. Der Name ist so verbrannt. Ja, so richtig so, Kevin allein New York, so, das hat alles gekillt. Oder? So, Kevin allein zu Hause war ja der erste Film. Ja, das war so diese richtige Brandmarkt, dass du mit dem Namen am Ende so, es hat mich nie gejuckt. Ja. So, auch wenn jemand so, da ist Kevin. Der Alpha Kevin. Ja, und jetzt, so. Am Ende des Tages ist es ein Name. Ja. Ist mein Name, hallo. Genau, dein Name, Entschuldigung. Ja, aber also diese Definition darüber, ne, dass man einen Menschen wegen sowas abstempelt. Also, ja, ich bin der Tourguy Philipp. Ja, und jetzt? Ja, Philipp, so heißt einer der besten Außenverteidiger, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Auf dem Planeten das gegeben stimmt. hat. So, Deutscher, Philipp Lahm. Oder Fipsi genannt. Ja. Fipsi. So, wenn ich einer Fipsi nennt, dann würde ich sagen so, ey, was ist jetzt los? Ne? Dann muss man vorsichtig sein. Dann ist wieder so...
Nächste Aktion, knallt. So Schellen-Alarm. Aber sag das nochmal, kriegst du direkt einen Schellen. Ja, sonst. Ich habe auch Feigenbaum gerüttelt. Diese Definition oder dieses Mangel, das ist immer eine Frage von Mangel im Selbstvertrauen. Ja, wenn du dich von solchen Sachen aus der Bahn lässt, genau. Gefallen. Also, dieses äußerliche Bewerten, was eh in der Gesellschaft so verankert ist, gerade hier so in deinem, Gift, ne? In deinem Berufsfeld. Ne? So. Sehr, sehr viele Jungs haben halt kein Selbstvertrauen. Und definieren sich halt über alles, was man Dinge, kaufen kann oder ja, was von außen hergeleitet wird. Und deswegen so Social Media in dieser Blase leben und antäuschen und keine Ahnung was. Da kann man immer nur N'Golo Kanté als Vorbild vorschieben. Ne? Der Mann, der hat die ganze Zeit wieder bei Chelsea gespielt, hat immer seinen Mini gefahren. Am Anfang ist er sogar gefahren worden, weil er keinen Führerschein hatte. Respekt. Also man braucht keine materiellen Dinge, um eine Weltkarriere hinzulegen. Das stimmt. Man muss das immer differenzieren. Also in Deutschland ist es ja immer gerne gesehen, dass du so komplett Understatement, ne? So bloß nicht dickes Auto, keine dicke Uhr am Arm, weiß ich nicht, ne? Weil das immer so, ja, guck mal, der Prolet und keine Ahnung, was so, ne? Also dieses Abstempeln. Ja, das ist auch wieder dieses Neid-Ding, weil diese Leute das nicht haben. Das ist es. Genau, aber in anderen Ländern ist so, ne, sagt der Prince Boateng ja auch in einem Podcast, sagt, ich kam dann nach England bei Tottenham, ich habe richtig Kohle verdient. So, ich kam dann mit einem kleinen Auto dahin. Alles, was ist das für eine kleine Maus, weißt du? Dann habe ich erstmal auf die Kacke gehauen, habe ich mir ein Lambo geholt, das geholt, das geholt. So, da hat aber keiner gesagt, boah, guck dir das an, der 19-Jährige oder 18-Jährige, der kommt hier mit Ferrari zum Training, willst du mich verarschen? In England sagen die, boah, guck mal, geil. So. Ja, genau. Respekt, weil am Ende nur die Leistung. Da wird einfach die Leistung honoriert, die er bringt. Ist ja auch direkt in Amerika. In Amerika, wenn einer da Leistung bringt, Millionen verdienen, die klatschen für dich. In Deutschland ich würde mal sagen, in Europa ist das einfach nicht so. Ist eher so, diejenigen, die es nicht haben, die würden es gern haben wollen, aber die haben es nicht und dann reden die dich schlecht und das ist das Problem, ey. Das nervt. Altgesellschaft, genau. Ja, deswegen ist ja der Shitstorm auch in Deutschland immer so groß, ne? Wenn so Sachen wie China, Saudi-Arabien, wenn die passieren, ne? Wenn der Markt auf einmal komplett durchdreht und Spieler verpflichtet werden mit Geld zugeworfen werden, dann kommen in Deutschland auch alle immer wieder, das ist übertrieben. Der das geht nur wegen Geld dahin. Ja und? Ja, jeder würde das machen. Sag das doch. Auch als Spieler, sag doch, ja, ich bin wegen Geld gegangen. Ja und? Gibt's ganz wenige, ne? Gibt es wirklich ganz wenige. Koulibaly hat das ja zugegeben. Ja. Der hat gesagt, doch, sagt er ganz ehrlich, muss ja auch, ich denke an mich, ich denke aber auch an meine Familie, sagt er. Damit kann ich wahrscheinlich all meine Generationen, die nach mir kommen, noch mit für aussorgen. Ja, das, aber diese Leute, die sowas sagen, sagen wir mal, die arbeiten im normalen Beruf. Frag die doch mal, wenn einer dir das doppelte Gehalt gibt, würdest du nicht wechseln? Direkt. Wird der auch machen. Klar. Und das doppelte ist dann immer diese Doppelmoral. Doppelmoral, nicht auf den Sack gehen. Heuchlerische Doppelmoral. Ja, man muss ja auch so überlegen. Ne? Du kommst hier hin, irgendwo arbeitest in Deutschland, weil egal was du bist. Ne? So, du hast einen Job, verdienst 3.000 Euro netto. Und einer kommt und sagt, ey, du kriegst bei mir pro Monat 30.000 netto. Ja, für 3 Jahre. Du rechnest, okay. Ey, was geht jetzt ab? Ja, mach ich. Fertig. Kommst nach 3 Jahren wieder, egal. Scheitert, läuft nicht, egal. So, die müssen dir die Kohle zahlen. Sind FIFA-Verträge. Ja, Mann. So. Ja, jetzt in dem Business dann. So, du kriegst dein Geld, egal was passiert. Dass da zwar andere, und sagt, die Uhren anders ticken, klar, dass auch nicht alles Gold ist, was glänzt, auch Fakt. Ja, ich habe heute mit einem Trainer telefoniert, der in Saudi-Arabien tätig ist, und er sagt, kann ich nicht machen. Ich kann keine Spieler ruhigen Gewissens hier rüberholen. Ja, ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber der sagt, kann ich nicht machen. Ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, weil die Strukturen hier sind unterirdisch. Sind die immer noch amateurhaft wahrscheinlich, ne? Ja, extrem. Und der sagt, Spieler kriegen kein Geld. Ja. So, das ist ja, darüber wird ja nicht berichtet. Genau. So, wen interessiert das? Wird gelockt. Ja, so, da erzählt ja auch keiner, weil da vor Ort ticken die Ohren ja auch ganz anders. Ja. Ne? So, dann, vielleicht am Ende des Tages, wenn du zu FIFA gehst und bla 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 und einknickst, ja, sagt, ja, hier löst auf, hier kriegst ein Gehalt noch mit, verschwinde. Dann sagst du, ja komm, scheiß drauf, nehme ich, bevor ich gar nichts kriege. Ja. Aber wir haben ja auch das Gegenteil erlebt. Spieler, der bis zu FIFA gegangen ist, jeden Cent, aber es ist schon einige Jahre her.
Ja, das muss ich sagen, in der Türkei waren ja auch viele Vorteile. Du kriegst dein Geld zu spät, dies, das. Aber bei mir jeden Monat pünktlich am 5. um 4:30 war mein Online-Bank, hat es bling gemacht. Bing, Geld ist drauf. Jeden Monat pünktlich, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt habe ich Freunde, oder einer, der mit dem ich zusammen gespielt habe, der spielt woanders, Antalya. Namen sage ich jetzt lieber nicht. Nee, Alanya, glaube ich. Die sind, glaube ich, 2-3 Monate hinterher. Oder zum Beispiel Sivas. Die haben erst ein Gehalt die Saison gekriegt. Boah. Überleg jetzt mal, ein Gehalt und wir haben ein halbes Jahr schon gespielt. Das ist geistkrank. Da, Boah, das ist echt krass. Haben wir ja auch. Du hast ja auch laufende Kosten, ne, die du abdecken musst. Ja, aber ich sag mal so, mit einem Gehalt, wenn du da in der Türkei ein Gehalt kriegst, dann kannst du normalerweise ein paar Monate leben, ne? Aber wenn du vernünftig bist, da kannst du eigentlich auch ein ganzes Jahr mit einem Gehalt leben. Aber klar, es geht ja nicht darum, du hast ja trotzdem deine Kosten und du bist angewiesen. Du bringst ja auch Leistung dafür. Du gehst zum Training, du spielst. Genau. Das sind ja alles Dinge. Ja, du gibst das, was du in der Jobbeschreibung hast, gibst du, aber du bekommst halt die Bezahlung nicht dafür. Ne? Richtiger Deutscher, ja. So wie bei Dings, so, ja. Was aber ich denke auch so. Aber ganz ehrlich, da würde ich morgens liegen bleiben. Wenn mein Zehner gesucht, Budget, 200.000 netto pro Jahr. Attribute gefordert, schnell, athletisch, körperlich stark. Wenn du diese Kriterien erfüllst, bewirb dich bitte unter sivaspor@gmail.com. Junge, aber so. ich sag dir aber auch ganz ehrlich, ich bin auch so, wenn bei mir im Vertrag steht, an dem und dem Tag muss mein Gehalt kommen, dann soll das auch kommen. Egal, ob ich jetzt mein Geld schon gemacht habe oder nicht, oder ob ich gutes Geld auf dem Konto habe, steht dir ja zu. Das ist mir scheißegal. Genau, wenn in meinem Vertrag steht, zu dem und dem Zeitpunkt soll mein Gehalt da sein, dann gucke ich an dem Tag auch drauf und dann soll das drauf sein. Ja, da bin ich auch pissig, wenn das ein bisschen später kommt, bin ich ganz ehrlich. Guck mal, die FIFA hat dafür Dings, ne? Die FIFA hat dafür Regularien. Wenn du zwei aufeinanderfolgende Gehälter komplett nicht bekommen hast, kannst du den Vertrag von deiner Seite fristlos kündigen. Und wenn du dann zur FIFA gehst, ne, du gehst dann vor Kass, vor das Schiedsgericht, kriegst du jeden Cent. Der Verein muss das bezahlen, weil die Strafen für die Vereine sind so groß und so gravierend, das will kein Verein. Haben wir miterlebt mit einem Club in Portugal. Die haben Wahnsinn, ich schwör's dir, die haben einfach immer ein Gehalt offen gehabt und wenn zwei Gehälter offen waren, dann ist nicht direkt, dass du kündigen kannst, weil da gibt es auch Prozeduren, an die man sich halten muss. Da musst du eine Mahnung schreiben. Ja, der Spieler schreibt dann in seinem Namen eine Mahnung. Das haben wir dann übernommen, haben die Mahnung angefertigt. Einmal im Namen des Spielers, einmal in unserem Namen für den Spieler, dass sie sein Gehalt zahlen sollen. Wenn die nach 14 Tagen nicht reagieren, kann er fristlos kündigen. Und meist innerhalb dieser 14 Tage wurde ein Gehalt dann gezahlt. Aber die haben immer eins offen gelassen. Wahnsinn. Eins offen gelassen und dann, die haben das jeden Monat gemacht. Auf meinem Rechner jeden Monat zum dem und dem Tag. Konntest du eigentlich die Uhr nachstellen, ne? Alles klar. Automatisch rausschicken. Mahnung für den Spieler, Mahnung für unsere Agentur im Auftrag des Spielers, sein Gehalt zu bezahlen, einmal fertig machen und bam. Jeden Monat. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, nö, ich komm nicht. Das war in der Türkei. Dann hast du kein Recht auf die Kohle. Ja, war in der Türkei selber. Die haben oft dann kurz vor der Winterpause ein Gehalt offen gelassen. Ja. In der Hoffnung, wenn einer geht, die sagen, okay, du darfst gehen, aber dieses Gehalt lässt du hier. Ja. So sparen sie sich dann wieder ein Gehalt ein. Ja, klar. Oder du gehst und dann sagen die, okay, ne, du entscheidest dich vielleicht selber, den Vertrag aufzulösen. So, dann sind zu dem Zeitpunkt zwei Gehälter fällig. Ja. Dann sagt der Verein, ey, guck mal, die zwei kriegst du und dann auf Wiedersehen. Oder du kriegst von den zwei nur eins und auf Wiedersehen. No. Das ist, aber nicht nur Türkei, ne? Also da ist das in der ganzen Fußballwelt so. Also wird auch hier in Deutschland nicht anders. Die versuchen auch mit allem zu spielen, was sie, mit dem sie spielen können. Ne? Alles auszureizen, was auszureizen ist, denke ich mal. Ja, alles, was du einsparen kannst. Am Ende. Genau. Das ist ja immer dieses, Denkweise, die Vereine sind auch nicht anders. Ne? Wie er sagt immer, Spieler sind gierig, Berater sind gierig, Vereine sind genauso. Ja, natürlich. So, und müssen auch alle gucken. Alle müssen gucken, wo sie bleiben. Ja, ich sag mal so, wenn am Ende man dafür sorgt, dass der Kuchen größer ist, gibt es mehr zu verteilen. Genau. Wenn man sich nur darauf konzentriert, wie man einen kleinen Kuchen versucht, das größtmögliche Stück für sich zu bekommen, ist immer irgendjemand, der auf der Strecke bleibt. Aber diese Win-Win-Situation ist niemals da, niemals gegeben. So, und das ist ja egal, auch bei ihm oder so, ne, auch der Verein. Naiv, dumm. So, Turgay hätte ja auch nicht das ganze Jahr Kasim Pascha dort verbringen müssen. Nur,
waren halt eine Partei, die gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Am Ende hat genau diese Partei auch darunter gelitten. Aber Sinn hat das keinen gemacht. Oder sagen wir, wer am meisten darunter gelitten hat, war Turgay. Ja. Ja, da war so Ego. Nö, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Wir lassen den nicht dahin gehen und dahin auch nicht. Aber es hätte den Jungen vielleicht dazu gebracht, dass er sich wieder auf sein Level bringt, performt. Ja, es wieder auch vielleicht in den Spotlight schiebt. Wieder in den Fokus kommt und dann wieder alle darunter profitieren. Ja. Aber da sind wir wieder beim Thema Ego und all diese Sachen. Das interessiert keinen. Ich habe diese Person, aber das sind auch Dinge, die kann man jetzt ja eigentlich gar nicht ansprechen, weil ja, aber das sind Dinge, wo ich mir denke, Alter, was ging da ab, Mann? Also, sag ich dir ganz ehrlich. Fußball, man sieht sich immer zweimal im Leben. Genau. So, das ist so, ich bin ein Verfechter der Einstellung und ja, der Mentalität zu sagen, okay, ihr habt versucht, mich klein zu machen, ihr habt versucht, mich kaputt zu machen, guckt, wo ich hingehen werde. Guckt, wie mein Weg weitergehen wird. So, wenn du das machst, weil wenn du am Ende reinkackst und du wirst nicht erfolgreich, sagen alle, guck doch, haben wir doch gesagt, das reicht nicht, nee. Ja, guck mal, deswegen hat er es bei uns nicht geschafft und der hat auch diesen Turnaround nicht hinbekommen, deswegen, der hat es allgemein, der nach Klagenfurt hat ein gutes Jahr in der österreichischen Bundesliga gehabt, geht dann in die Türkei, hat es da nicht geschafft, kommt hier zurück, für mehr reicht es einfach nicht. Nee. Ja, das ist dann halt dieser Stempel, den alle halt, das werden viele sagen dann, ne? Zücken wollen. Aber am Ende des Tages, sag ich dir ganz ehrlich, du entscheidest selber, ob du denen die Mäuler stopfst oder ob du denen einfach recht gibst. Ja, so ist es. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es sind so Dinge, Fußball ist ja immer schnell so, wenn du sehr Leistung schnell bringst, wenn du Leistung bringst, gut spielst, Leistung wirklich auf einem guten Level spielst, gut so, Junge, gut so. Dann, wenn es aber mal nicht läuft, beachtet dich keiner mehr. Ja. Was ist los? So, ich habe ja jetzt in dem Jahr, was ich jetzt in der Türkei war, habe ich ja kein Fußballspielen verlernt. Ne. So, weißt du? Aber mein Stellenwert ist ein anderer. Das stimmt. Ja, du hast eben eine Sache gesagt, die kenne ich bestens, weil ich die so oft den Verein aufs Brot schmieren muss und sag so, ey Leute, wenn das so nicht wäre, gerade die sportliche Situation, müssten wir gar nicht mit euch reden. Ja. Ihr werdet gar nicht im Kandidatenkreis. Das soll nicht respektlos sein, aber das ist einfach gerade, weil seine Situation so ein bisschen am Struggeln ist. Deswegen ist gerade, dass wir uns mit euch beschäftigen würden. Deswegen wäre es vielleicht Thema, da und dahin zu gehen. Ja, vielleicht müssen wir den nächsten Mal anrufen, hier, deinen guten alten Kumpel, Boris Schommers. Ja, ruf den mal an, MSV Duisburg, der wird mich mit Liebe nehmen. Der wird sagen, bring ihn mir jetzt vorbei. Ja, 100%. Aber 100%. Boris, ja, und die geben auch noch einen ab, ne, auf der 6. Labert er nicht. Der will mich holen, Mann. Der wird dich Dreck holen. Ich sage ganz ehrlich. Ja, warum nicht? Also, aber am Ende des Tages, ne, so, die sind gerade im Abstiegskampf, ja. Dritte Liga. So, wenn du die Wahl hast, 6 Monate Österreich Bundesliga zu spielen und dir danach vielleicht den Verein auszusuchen, in dem du performt hast. Ja, glaube ich, in Österreich. Oder 6 Monate dritte Liga und nachher steigt der Verein ab, dann Mahlzeit, ne? Das wäre natürlich nicht diese gewünschte. Das wäre dann ein sehr, sehr tiefes Loch, wo du rauskriechen müsstest, glaube ich. Na, das war jetzt spaßig. Also klar, MSV Duisburg ist nochmal ein großer Verein. Ja, ist ein Riesenverein, ist aber Traditionsverein. Aber jetzt in der Situation wird es einfach keinen Sinn falscher machen. Zeitpunkt. Falscher Zeitpunkt, genau. Leider falscher Zeitpunkt. Ich ansonsten auch, ich ist es ein mega Verein. Ein Verein, der locker zweite Liga spielen muss. Ja, ja, auf jeden Fall. Allein die Strukturen, die haben. Genauso wie, es gibt ja viele Vereine in der dritten Liga, die normal nicht dahin gehören. Ja. Aber ja, in der jetzigen Situation wird es gar keinen Sinn machen. Würde ich auch, glaube ich, gar nicht machen. Da müsste schon in Klagenfurt hier keine Rolle spielen wie in Kassenbacher, dass ich sowas machen würde. Ja, wenn morgen, wenn du den Trainer eine Kopfnuss gibst beim ersten Training, dann brauchst du nicht mehr wiederkommen. Dann kannst du natürlich. Ich glaube, da kriegst du mich nirgendwo mehr runter. Ich stelle mal vor, Schlagzeile geben. Der wird dich trotzdem nehmen. MSV Duisburg wird dich trotzdem nehmen. Gemici Basi gibt. Ja. Kopfnuss zum Auftakt. Kopfnuss zum Auftakt, geile Schlagzeile. Stell dir das mal vor. Kopfnuss zum Auftakt. Was ist das für die Schlagzeile, Mann? Ja. Boah. Aber auch negative Schlagzeilen sind Schlagzeilen. Ne? Das ist. Ja. Das sind auch. Ich weiß, wo wir gegen Salzburg gewonnen haben, da habe ich einen Tag vorm Spiel gesagt, Jungs, weil ich dachte niemals, dass wir gegen Salzburg gewinnen. Ne? Ja. Ich sage so zu den Jungs, hey, wenn wir morgen gewinnen, ihr könnt mir Ronaldo-Schnitt machen.
Auf einmal schießt 1-0, wir führen bis zur 80. Dann machen wir 2-0. Hat ein Eigentor gemacht. 2-1 gewinnen wir auf einmal. Guck bei Google. Die Dings, die guck bei Google. Geil, Mann. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Hast du eigentlich gesagt. Weißt du, was lustig ist? Das habe ich bei mir auf dem Bildschirm, das Bild. Ich habe überlegt, ob ich das als Desktop-Hintergrund mache, aber das wäre zu wild. Einfach R9-Frisur. Hast du, guck bei Google. Kupala, Ola, überall haben das gepostet. Weißt du, was das war? Das ging durch die Decke. Allein für Klagenfurt war das eine Riesen. Wir können das ja vielleicht hier mal einbilden, Alter. Das Bild von Tugay. Ja, wir blenden das auf jeden Fall ein. Das ist krank. Und dann, ich wollte noch nächstes Spiel damit spielen und der Trainer sagt, so spielst du nicht. Ich habe ganze Woche so trainiert und dann wollte ich so zum Auswärtsspiel gehen. Boah, das wäre doch überragend. Ich war sogar bei Sky-Interviews. Das ist ein Schnäuzer auch noch, ne, dazu. Ja, ja, das war im November. Da hat man doch diesen... Im November, genau. Ah, ist das wild. Das ich hätte dich so spielen lassen, safe. So ohne R9-Frisur ist der Kader nach Neapel gefahren. Nur mit Schnurri. Schwör's dir, mit geil, Schnurri. Geil. Ey, das sind so Aktionen, wo ich sage, bin ich mal nicht so schade, mach ich einfach so, weißt du? Geil. Cool, echt cool. So, das sind so Dinge, aber ja. Super, also mir gefällt das. So, du hast erstmal richtig Eier bewiesen, ne? Ja. Du hast, so, wenn wir gewinnen, so dann die meisten machen ja dann Rückzieher, sagen so, nee, das war ja so nicht gemeint und ne, war doch nur Spaß. Ja, bumm, einfach machen, einfach wieder kurz. Ja, aber Tugay kann ja auch alles tragen, ne? Wir war ja im Sommer hier mit Glatze, ne? War sehr kurz. War sehr, sehr kurz. Jetzt hat er volle Haarpracht, also du kannst beides tragen. Ist aber nett, ne? Ja, der ist ja eine ganz treue Seele. Der war ja heute in Köln bei seinem Barber. Ich habe ja nur im Hintergrund bei den Voicemails gehört. Mahmud, Props gehen raus. Ja, ich war noch nie da, ehrlich. Ich habe nur gehört, ne? Ist Gentleman Barber? Ja. Gentleman's Barber Club? Mahmuds Barber Club. Beste in Köln. Und der hat schon einen sehr, sehr guten Ruf. Problem ist bei mir, ich bin sehr kompliziert mit Terminen, weißt du? Bei mir ist so, ich muss anrufen, erst Zeit. Na, es geht bei dem nicht. Ja, ich weiß. Bei dem ist so, du musst 2 Wochen vorher, musst du... You got an appointment? Entschuldigung, haben Sie einen Termin? Nee, aber ich dachte, ich kann vielleicht mal fragen. Ohne Termin kannst du bei seinen Kollegen schneiden. Ja, keine Chance. Wenn, dann musst du zu Mahmud gehen. Ja, genau. Ja. So ist es. Ja, aber das macht fresche Arbeit. Ja, muss man sagen. Das ist ein guter Haarschnitt, aber bei mir ist egal. Ich bin gerade auf rumänische Autoschieber. Frisur. Juckt. Jack Gyllenhaal habe ich gemacht. Einfach den Vergleich habe ich mal gehört. Habe ich schon ein paar Mal gehört. Habe ich schon ein paar Mal gehört, ja. Der Kader zuletzt, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, sagt er, finde ich schon fresh und so, keiner wusste, was abgeht. Hat so den Trailer von dem neuen Prada-Parfüm geschickt. Und Jack Gyllenhaal macht Werbung dafür. Sagt, er hätte uns ja auch mal ein Parfüm geben können. Schicke ich euch zu, Jungs, kein Problem. Geil. Sven, kriegst du noch das neue Prada-Parfüm. Aber es riecht nicht so gut. Ich hab's noch nicht gerochen. Ist nicht so 1A. Ja, aber das sind ja genauso Sachen. Entweder man hat so wirklich Eier. Ne? Du hast das 1-0 noch geschossen? Ja. Ja, brutal, super. Hast dir quasi die Frisur selber ins Nest gelegt. Das Ei selber ins Nest gelegt. Super, mega. Finde ich gut, wenn man da auch dann das Ding durchzieht. Und ich hätte dich auch damit spielen lassen. Ich hätte es gern gesehen. Hätte mich auch gern, wer weiß. Kopfballtor. Ja, Mann, habe ich auch gedacht, lass mich damit spielen. Am Ende mache ich dann eine Bude so mit Ronaldo-Schnitt, aber nächsten Spieltag haben wir zwar 1-0 gewonnen, aber ich habe nicht. Pakult war Trainer? Ja, ja, er war mein Trainer, erstes Jahr. Schade. Peter, warum? Peter. Coach, ehrlich. Kleine R9-Frisur, super. So hat er einfach WM-Finale gespielt und hat das entscheidende Tor gemacht. Gegen Oli Kahn 2002, oder kann doch Tugay. Hör auf, der den Ball nach vorne prallen lässt. Ja, super Frisur, der hat von allem abgelenkt. Ja, so. Ja, war sehr windschnittig. Hättest du einfach den Gegner so richtig so, ey, das triggert uns, der Tugay mit seiner Ronaldo-Frisur. Am Ende alle müssen da hingucken. 4-0 weg, hättest du die einfach die ganze Saison getragen, wärst ihr Meister geworden in Österreich. Stell dir das mal vor, ich schwör's dir, die Spieler von, wir haben gegen Tirol nicht gespielt, die sagen, was mit deiner Frisur, oder warum spielst du nicht mit Ronaldo? Ich musste jedem sagen, ich durfte so nicht spielen. Ja, WSG Tirol, ne? Ja, diese Swarovski-Verein, ne? Ja, ja. Ja, die ist sie immer noch da? Ich weiß gar nicht, ob ich weiß gar nicht. Also die haben auf jeden Fall zeitlang haben die für Österreich-Verhältnisse haben die versucht, Geld reinzubuttern, aber schwer, alles außer Red Bull. Ja, ja. Keine Chance. Aber die haben auch keine Zuschauer, das ist leider. Boah. Ja, das zieht nicht ganz so Österreich. Ja. Auch bei uns nicht viele Zuschauer. Das ist schon schade. Ja. Bei unserem Riesenstadion. Das stimmt, da sind nicht so die Hütte voll.
Ja, ey, Wahnsinn, ey, wie schnell die Zeit vergangen ist, Turgay. So schnell haben wir, glaube ich, gefühlt 5,5 Stunden geredet. Ja, wir haben jetzt 11:15. Ja, du hast gesagt, ja, damit kommen wir jetzt auch, glaube ich, zum krönenden Abschluss dieser Folge. Ja, bevor wir noch ein kleines Bonbon für unsere Podcast-Zuhörer und Zuschauer haben. Du hast ja eben schon gesagt, so Traum ist es nach der Karriere, was Eigenes aufzubauen. Ne? Du kannst dir nicht vorstellen, irgendwann unter irgendjemand zu arbeiten. Genau. So, was hast du vor, was geplant? Was willst du machen mit dir, mit deiner Frau gemeinsam? Also wir wollen auf jeden Fall ein Café öffnen, was in die Richtung geht, eine gesunde Ernährung, was ja eh im Trend schon ist. Und ja, und dann würde ich, denke ich mal, ich hoffe, dass noch die eine oder andere Profistation dazukommt. Ich würde gerne vielleicht nebenbei noch so eine Fußballschule aufmachen. Und ja, mein Know-how den Jungs, den Jugendlichen mitgeben, was ich erlebt habe, was ich vielleicht, wo ich in ihrem Alter war, anders gemacht hätte oder vielleicht besser machen würde. Ja, das ist so momentan der Plan, den meine Frau und ich verfolgen. Und ja, und ich hoffe, dass 24 im Hause Gemici Basi demnächst Nachwuchs kommt. Ja, oh. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Also da drücken wir die Daumen. Können wir ja aus Erfahrung sagen. Wir wissen ja, wie es ist. Wir wissen, wie es sich anfühlt. Zweimal sogar. Ne? Ich bin auch in deinem Alter Papa geworden. Ja? Ja, mit 27 kam mein erster Sohn. Ich wird eng, bis ich das mit 27 noch schaffe. Ja, ich habe gesagt, so bis ich 30 bin, möchte ich Vater sein. Ja, genau, das war ja, auch das immer. Das war so. Das war mein Ziel. Was heißt Ziel? Als wäre man dann alt mit 30, ja, so, aber... Nein, aber ich habe so gesagt, so bis zu meinem 30. Geburtstag wäre schön, wenn mein erstes Kind da ist. Am Ende des Tages... Jetzt sind es 5. Ja, 2 zum Glück. Was ja, mir sehr dankbar. Oder, was ich meiner Frau gesagt habe, was mir eben wichtig wäre, ist, dass unser Kind mich dann in meiner aktiven Karriere sieht, weißt du, dass wenn es ein Junge wird, ich will meinen Sohn nicht zum Fußball triezen, ich will einfach, dass er die Atmosphäre mitnimmt und sagt, ich will auch werden wie Papa zum Beispiel, dass er sowas sagt, dass er sagt, dass er dadurch sieht, wie viel Spaß Fußball eigentlich machen kann. Ja, dass er dazu die Liebe dann zum Fußball findet, ne? Ohne dass du dem das zeigen musst oder so, er sieht es einfach, kriegt es mit. Genau. Oder so wie Zlatan, dass er noch mit seinem ältesten Sohn noch gemeinsam am Trainingsplatz stand bei AC Mailand. Ja. Aber das ist so, wo ich sage, das wäre mir schon wichtig, dass unser Kind mich dann noch in der aktiven Karriere sieht und ja, meine Frau mit unserem Kind dann im Stadion ist. Das ist so, wo ich sage, das wäre noch ein kleiner Traum von mir, aber ich denke, das sollte passieren. Und ja, ich würde mich schon natürlich wünschen, wenn es ein Junge wird in Zukunft, dass er dann schon zum Fußball geht. Oder ja, ich würde ihn gerne im Fußball sehen, weil da einfach. Ja, einfach. Dann geht der Fußball für Turgay Gemici Basi auch nicht verloren, ne? Genau das und einfach auch, muss man auch einfach sagen, die finanzielle Kraft, was im Fußball ist, ist in Deutschland nirgendwo anders gegeben. Ich würde ihn auch gerne zum Kampfsport bringen, aber. Ja, das kann man gut kombinieren. Das ist eine gute Mischung, glaube ich, für alle Sachen. Also, wichtigste, glaube ich, für die Kids einfach zu lernen, so, nicht so zu verweichlichen, dass man denen einfach ganz starkes Mindset mit auf den Weg gibt, das ist entscheidend. Klar, auch eine Basis fürs Leben zu schaffen, ja, so vom Finanziellen her, klar, aber wovon die viel mehr haben werden, ist, dass sie einfach ein ganz starkes Mindset bekommen, dass egal, was sie sich vornehmen, dass sie alles erreichen können. Wenn man die dahin bringt und denen immer wieder vor Augen ruft, ey, dafür musst du nur hart arbeiten, in den Schoß fällt dir nichts, dann ist man schon gut aufgestellt, aber ja, da würde ich mein Kind auf jeden Fall zu dir und zum Omar bringen, was mentale Dings angeht, mentale Bildung und was den Rest, der macht dann einfach Chris Mohr mit. Ich habe gesagt, sobald er laufen kann, geht er zum Krafttraining. Ja, das ich sag mal, das sind so Kleinigkeiten, ne? So, wenn du, wir haben jetzt auch, ich habe meinen Sohn auch jetzt zum Ringen gebracht, schon relativ früh, eigentlich hätten die in dem Alter gar nicht gedurft. Aber Vitamin B und alles, ne, hat es dann am Ende gelöst. So, dann haben wir die Kids zum Ringen gebracht. Das nimmt halt viel Arbeit ab, weil irgendwann, wenn die 5, 6 sind, das Alter, in dem die eigentlich dann da sein dürften, ist das für die schon so Routine. Dann gehst du hin, lieferst die ab und die machen eine brutale Einheit, gehen dann noch 2-3 Mal die Woche, machst du mit denen Fußball. So, unsere Kinder, ja, wir trainieren die ja selber, wir nehmen das Schicksal da in die Hand.
So, übernehmen das, damit wir auch genau wissen, da ist jemand an der Seitenlinie, der dann nicht irgendwie dumm rumbrüllt oder keine Ahnung was. So, wir versuchen einfach, dass die Kids Spaß haben, eine Freude entwickeln, motorisch sich gut entwickeln. So, und am Ende, klar, bring deinen Sohn gerne zum Mentaltraining vorbei. Mhm. Aber in Sachen Mindset mach ich mir bei dir keine Sorgen. Das ist immer schon gut. Das ist ja in den Genen dann. Ich hoffe doch. Ja. Ja, das ist. Hat man das damals gesagt, so, dieser Moment. So, ich war der Letzte im Bunde von meinen engsten Freundinnen, der dann Vater geworden ist. Und die haben gesagt: Ey, das ist ein Gefühl. Das kann dir keiner beschreiben. Das musst du einfach erleben. Mhm. Und habe ich gesagt: Ja, bin ich mal gespannt und so. Jeder sagt: Boah, phänomenal. Fußball-Weltmeister sagen, die Geburt ihres ersten Kindes war das Größte, was sie erlebt haben. Größer als diesen Titel zu gewinnen. Noch keine Ahnung was. Und du denkst: Was? So Weltmeister sein? Und der sagt mir das. In dem Moment, wenn du es erlebst, denkst du, okay. Krass, ich kann mich da 1:1 dran erinnern, wie das war. Du kriegst den, das Kind kommt, ich durfte Nabelschnur selber durchschneiden. Das war glücklicherweise noch alles vor Corona. Selber durchschneiden, dann ist der gewaschen worden, ins Handtuch, Decke und dann auf meinem Arm. Und dieser Moment, wo der in deinem Arm liegt, so, ich sehe das heute noch, wie der hier liegt, so als ob kurz aus mir raus und so von oben gesehen. So habe ich das wahrgenommen. Ja, geisteskrank. Das ist ja, das sind so unfassbarer Moment. Ich drücke euch die Daumen. Ja, das ja, sind so die familiären Ziele und natürlich. Am Ende des Tages Tugai, aber Hauptsache gesund. So ist es, genau, so ist es. So sehen wir das natürlich auch. Klar, sag mal immer gerne. Ich habe aber auch immer gesagt, ich hätte gerne einen Jungen, weißt du warum? Muss nur auf einen Pimmel aufpassen. Ja, du bist übertreibst. Piep, piep. Du bist der wild, ey. Ja, ja, und wir haben echt Glück, ne, bei uns im Freundeskreis, alle am Jungs. Das war krass, in dem Freundeskreis, unsere Frauen sind auch alle befreundet und ich glaube, die ersten 8 Kinder waren alles Jungs. 9 sogar oder so. 9, ja, genau. Heftig. Jetzt, die eine hat jetzt das Mädel bekommen. Das war krank, alles Jungs. Fast selber. Absoluter Alter, Testosteron-Freundeskreis. Kader, sein Sohn, ist selber Jahrgang wie mein erster Sohn. Genau. Kader, sein zweiter Sohn, ist genau selber Jahrgang wie mein zweiter Sohn. Schon überragend. Das ist natürlich top. Das hier Gregor und Kevin demnächst dann in einem Team wie bei den Kickers. In beiden Jahrgängen. Hurra! Boah, das waren Zeiten. Ja, hast du es auch geguckt eigentlich? Klar. Das ist auch was du deinen Kindern, das gucke ich im Moment mit meinem Sohn. Ja, ich komme nach Hause, der Papa, können wir Kickers gucken. Das und Tsubasa auch. Tsubasa. Ja, ja, super Kickers. Ja. Ja, dann ist natürlich überragend, ne? So Tochter vielleicht, dieses meine Prinzessin und so, ne? Ja, weil Papa-Tochter, ja, Papa-Tochter-Bindung ist auch krass. Aber 100%, das ist möglich, weil du bist top in shape, also du hast ein krasses Mindset und du tust alles dafür. Und das sorgt am Ende auch dafür, dass du immer fit bist. Ja, toi, toi, toi. So, nicht verletzungsanfällig. So, du ordnest deinem Beruf alles unter. Ja, du trinkst keinen Alkohol, du feierst nicht, hängst dich bis mitten in der Nacht irgendwie in welchen Tugai Clubs. Tugai hat es einfach verstanden, dass sein Körper auch sein Kapital ist. Ja. Ja. Und das hat er am Anfang des Podcasts auch gesagt, dass man für seinen Körper dann auch dementsprechend auch was investieren muss. Nicht nur vom Kopf, sondern auch, was es heißt, vernünftig zu essen, mit Individualtrainern zu trainieren. Ja. Die kosten ein Schweinegeld, aber Tugai würde das kein Meter anders machen. Er würde es immer wieder genau so machen. Ne. Der Name Chris Moore ist öfters gefallen. Der ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet hier. Ja, wir können uns raus an Chris. Ja, wir können uns hier glücklich schätzen in Köln, dass wir so einen Mann hier haben. Aachen, hey. Aber euer Körper ist euer Tempel und ein Tempel würdet ihr niemals mit den Füßen treten. Deswegen achtet immer auf euren Körper. So ist es, Amen. Genau. Und sportlich natürlich, das 24 eine richtige, Chris würde jetzt sagen, Jagdsaison. Jagdsaison. Jagdsaison ist eröffnet, genau, ne? Haben wir doch ein Video von Omar, ne, als er jagen gegangen ist. So, wir gehen auf jeden Fall in 24 richtig auf Jagd. Tugai ist noch lange nicht satt, ist noch hungrig wie eh und je, vielleicht sogar noch hungriger als zuvor, weil das, was geschehen ist, kann er nicht so auf sich sitzen lassen und egal auch, was alle anderen draußen sagen, dafür tut er es nicht, sondern für sich selber. Wir können auf jeden Fall nur sagen, Sven, so, hier, unser Gast in der Mitte war sehr angenehm, ist immer herzlich willkommen. Und Fakt natürlich, ne, so, sobald die Tinte irgendwo trocken ist, klar, Stadionvlog und dann werden wir dich besuchen gehen. So ist es. Also
vielleicht in Klagenfurt, ne, aber eher nicht, ja, weil das nicht das Ziel, da sesshaft zu werden. Ja, die Reise soll schon woanders hingehen. Die nächste Stufe kommt. Die nächste Stufe kommt. Wir haben, das hast du ja gesagt, ne, du hast es nicht geschafft, weil du bist natürlich direkt vom Urlaub hier rüber. Ja, deswegen auch noch eine schöne funkelnde Bräune, ne? So mit einem frischen Haarschnitt. Tourguy sieht aus wie aus dem Ei gepellt, ich glaube. Ja. Okay, der ist, glaube ich, in den Charts ganz oben von den bestaussehendsten Podcast-Gästen, die wir bis jetzt hier gehabt haben. Boah, jetzt welche so. Rot hier, hört auf. Ja, so, ich, Keita, keine Sorge, ne, so, ihr seid beide ganz oben an der Spitze, ne, so, weil wenn Keita das hört. Keita ist der Trendsetter gewesen, ne? So, Keita ist. Absoluter Trendsetter. Ja, Keita ist natürlich, hat einen ganz brutalen Style, das ist ja, ja einer von hier, einer deiner Lieblingsmarken, ne? Lefaster Young, Mann. LFDY, ne, der ist ja. So, ich bin immer bereit für ein Sponsoring, oder? Ich habe so viel Klamotten von Lefaster Young, ne, Keita, besorg mir mal bitte vielleicht ein. Ausrüstervertrag wäre das möglich? Ich muss mal gucken, ich muss Kate mal anrufen, also über das Thema müssen wir nochmal reden. Ist echt so, oder? Ich kaufe so viel ein, ich habe schon so viel Geld da gelassen und ja, ich check das mal ab, mal gucken, was wir da machen können. Der Kader hat bei irgendeiner Folge hat er gesagt, genau, er gibt einen LFDY-Hoodie. LFDY-Hoodie, kannst du kommentieren. Ich gewinne einen LFDY-Hoodie. Der beste, der beste Kommentar gewinnt den Hoodie dann. Ja, plus ein Essen, ne, war das, glaube ich. Ja. Irgendwie sowas. Ach, ich habe ja eh noch 10 Essen offen, aber ja, er hat 10 Zeit. 10 Essen bei 3 Hs. Aber wenn du aus Klagenfurt zurückkommst, safe, dann, 100%. Weil Sommer- und Winterpause heißt immer schuften bei Tourguy, klar. Aber du wirst etwas per Post uns zuschicken. Genau. Ja? Das wird dann natürlich auch dann an alle Zuschauer dann gerne verlost. Tourguy wird das Trikot von sich dann auch, ja, von Klagenfurt, ist doch, genau, genau. Ist doch am sinnvollsten. Er ist sein aktueller Arbeitgeber, wird es unterschreiben und dann werden wir das unter den Kommentaren liebend gern verlosen. Ich glaube, der beste Kommentar unserer Meinung wird das Trikot dann gewinnen. Ja, das werden wir ganz unbürokratisch und unparteiisch vor allem, ne? So klar. Sehr deutsch. Ja, so wird dann auch auf dem Insta-Kanal wird dann der Gewinner bekannt gegeben. Ja, und dementsprechend machen wir das genau so. Wir bedanken uns. Wir bedanken uns bei dir, Tourguy. Tourguy, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne. Hat echt viel Spaß gemacht. Da wird es noch einiges geben, wenn die Folge online geht. Schaut gerne auch mal auf Tourguys Social-Media-Kanal vorbei. Lasst ein Like da. Wo er sich gerade befindet. Vielleicht wieder mit den Haien im Wasser auf den Malediven. Wahnsinn. Ich habe ihm gesagt, ist der verrückt, der Typ. Wenn dich ein Hai beißt, Mann, du kannst keinen Fußball mehr spielen. Er sagt, die Haie haben mehr Angst vor mir, als ich vor denen. Ja. So, an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank dir. Ich habe noch einen Einwand. Ah, okay. Glocke aktivieren, abonnieren und kommentieren. Und in diesem Sinne. Ja, und ein Follow für Tourguy raus. Genau. Und so. Der muss die 2 Millionen voll machen, damit wir einen Sponsorvertrag von LFDY hinbekommen, dass einfach Tüten zugeschickt werden. Genau, Lolo, Keta. Jungs, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.